Das war ja auch, wo wir dann ins Marathon gelaufen sind. Und dann hatten wir am Abend vor, haben wir unsere Skier alle gewechselt, gell? Mhm. Immer schön. Und der Dieter hat immer, war immer professionell mit von Völkl den Skianzug angezogen und Skier alles, Alpina-Brillen, alles umsonst, immer wie aus dem Ei gebellt. Und dann haben wir abends unsere Skier gewechselt, gell? Die anderen waren alle schon weg, dass der Stritz und ich hingegangen, haben den Ski vom Dieter Quester rausgeholt, haben den mit Honig vollgeschmiert, die Lauffläche vom Langlaufski. Am nächsten Morgen der Dieter: Servus Jungs, habt ihr gut geschlafen? Ja, haben wir. Ja, also geht's los, gell? Er nimmt seine Skier, stellt's in die Bahn rein, macht so: Gell, was ist da los? Der Dieter konnte nicht gleiten, gell, weil er natürlich nur gepickt hat auf dem Eis. Und dem lief nach 2 Kilometer so die Soße hier runter. Wir waren immer schön vorbei. Und Dieter, geht's gut? Er hat mir auf, ihr habt eine Sauerei, was ich da mit mir gemacht habe. Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils. Mein Name ist Carsten Arndt und ich begrüße euch zu Teil 2 mit meinem Gast Leopold Prinz von Bayern. Letzte Woche haben wir sozusagen das Making of Poldi gehört, wie er aufgewachsen ist, wie seine ersten Autoerlebnisse im großväterlichen Schlosspark abgelaufen sind, und heute erfahren wir mehr über den Rennfahrer Poldi von Bayern, der nicht nur während der vergangenen 60 Jahre seiner aktiven Motorsportkarriere, sondern auch heute noch immer den Schalk im Nacken hat und keinen Scherz liegen lässt. Da könnt ihr euch sicher sein. Also viel Spaß nun mit diesem Teil mit seiner königlichen Hoheit Leopold Prinz von Bayern. Dein erster Profivertrag war bei Wudding nach dem Donald Wudding, ja. Ja, oder? In Hamburg. Hast du den mal kennengelernt? Ja. Nee. Das ist auch legendär. Donald Wudding war mein erster Vertrag, genau, mit British Leyland. Ja. In Hamburg. Christian Schmeier und Thomas Tebes, mit dem ich heute noch enge Freundschaft habe und pflege. Dem geht es nicht ganz so gut, aber die drei, die wir mit diesem der Thomas Tevis hat es ja ermöglicht, dass wir so ein Team aufziehen konnten. Mhm. Und der Donald Wooding war immer so ein Zigarettenrauch, hat immer mit dir gesprochen, sagt, no, I wanna see. Hat immer so die Asche hin und her geschoben. Und dem habe ich auch viel zu bedanken, weil da habe ich ja auch auf der Rundstrecke mit dem Mini. Eben, ja. Der Schmeier war auch sau schnell. Ja. Aus Sylt. Hast du den mal kennengelernt? Nee, habe ich auch nicht. Christian Schmeier, ja. Und dann Hans Richthofen. Mhm. Auch ein schneller Minifahrer. Alfred Grohe, sind alles so. Wenn ich das mal zusammenschreibe, wie viele Rennfahrer ich kenne, oder gekannt habe. Unglaublich. Für 60 Jahren ja. Kommen und gehen schon einige. Ne? Ja. Ja, geht wirklich auch viele, da sind weg, viele weg schon, aber es war einfach, ja, unglaubliche Zeit mit Dankbarkeit, dass ich die überhaupt so überlebt habe. Meine Frau muss ich auch sehr viel danken, dass sie überhaupt das Ganze mitgemacht hat. Ja. Weil für sie war das ja schlimm. Sie hat ja mal Fernseher aufgemacht und dann war irgendwie wieder ich irgendwo in einen Unfall verwickelt. Und jedes Mal, wenn sie sagt, hat sie gar nicht mehr den Fernseher angemacht. Den schwersten Unfall hast du ja gar nicht erzählt, ne? Das ist erst danach rausgekommen, glaube ich, oder? Mit Afrika. Kyalami. In welchem Auto war das? Das war so ein, ein Prototyp. BMW bin ich mit dem Manfred Winklock zusammengefahren. Okay. Für Liqui Moly. Das war so ein irre tolles Auto. Das war auch so eine tolle Begebenheit. Der Manfred und ich, der war auch so wahnsinnig komisch. Mit dem habe ich so viel Spaß gehabt. So Schwab, der auch keine Grenzen kannte, was die Späßchen anbetraf. Und Liqui Moly war, wollte, dass ich da mitfahre in Kyalami. Das war damals die alte Strecke noch von Kyalami. Und ich war dann runtergeflogen nach Kyalami und traf dann dort Manfred, den kannte ich schon vorher. Und er holt mich dann ab mit so einem Leihwagen von einer Firma. Und wir fuhren dann zu dem Hotel. Da waren so zwei Löwen, Elefantenköpfe vorne dran. Kyalami Ranch hieß die. Und da hat er das erste Mal Desert Storm gespielt. Manfred ist da vorbeigefahren, hat dann eben diese Handbremse gezogen und hat dann das ganze Ding Staub aufgewirbelt. Und da kam es einer raus, it's like Desert Storm. Und dann fuhren wir eben das Rennen und der Manfred ist Start gefahren. Mhm.
Und der Hähnle war ganz zufrieden und sagte, ja, super und so weiter. Und ich habe dann, das war so, glaube ich, 5-Stunden-Rennen. Und ich habe dann das Lenkrad übernommen und fuhr dann so, wie ich das halt kannte. Und auf einmal in einem schnellen Passage bricht mir die Hinterachse ab. Okay. Und dann war natürlich, wir waren vorne gelegen, der Manfred hat das Ding in Pole Position gebracht, haben vorne gelegen mit ziemlichem Abstand. Und ich übernehme das und nach einer halben Stunde fahre ich die Kurve wie immer und plötzlich bricht mir die Hinterachse ab. Ich konnte mir das gar nicht im ersten Moment erklären. Ich hatte nur das Auto nicht mehr verloren und es knickte so ein. Da habe ich gesagt, da ist irgendwie die Hinterachse abgebrochen. Und kam quer mit, ja, was hatte ich so, 180 noch drauf. Auf 160 bin ich dann im Mauer schräg reingeknallt. Und es war im Prototyp und da waren, früher waren ja die Beine vor der Vorderachse. Nur Alu, ne? War ich eingeklemmt. Und der erste Gedanke, der dann kommt, war, scheiße, hoffentlich brennt das Auto jetzt nicht. Hm. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und es ging Gott sei Dank relativ gut ab, aber ich habe gemerkt bei dem Einschlag, dass es in meinem Wirbelsäule einen unheimlichen Knacks gegeben hat. Und dann hatte ich also, musst du dir mal vorstellen, da sitzt du so im Auto und Stille um dich herum, Gedanke, hoffentlich brennt das Auto nicht. Und der zweite Gedanke war, hoffentlich bist du nicht querschnittsgelähmt. Und fing dann meine Füße an zu bewegen und merkte, dass das alles beweglich ist. Mhm. Und die Kommandos von da unten stimmen. Und habe ich gesagt, boah, hab ich ein Glück gehabt. Ich wurde aus dem Auto rausgeschnitten, kam ins Krankenhaus, wurde geröntgt, hat festgestellt, 2 Zentimeter habe ich an meiner Länge verloren. Also, mit einem super. Schlag? An einem Schlag. Musst du mir vorstellen. So hat es das gemacht. Alles zusammengedrückt. Mhm. Und da habe ich den Arzt dort gefragt, ich sage, wie kann man das wieder ausgleichen? Nicht mehr. Jetzt habe ich meine Frau angerufen, habe gesagt, Mausi, leider haben wir das Rennen nicht zu Ende gefahren. Der Motor ist kaputt gegangen. Ich wollte natürlich nicht die Wahrheit erzählen, okay, weil sie sich eh immer Sorgen um mich gemacht hat. Ja. Und da habe ich gesagt, die hat leider, ist der Motor kaputt. Ich ging in mein Hotel, zog den Rennoverall aus und stieg in meine normalen Hosen rein. Waren die so viel zu lang, die Hosen. Da ich gesagt, wie mache ich das jetzt? Ohne, dass meine Frau das merkt. Nach innen gekrempelt, wie man es bei Kindern macht. Ja, genau, mit so einem Doppelkleber. Ja. Und dann bin ich aber dann zurückgeflogen und habe dann immer heimlich die Hosen verkürzt. Bin immer zu meiner Schneiderin hier in Starnberg gegangen. Habe gesagt, ich muss wieder 5 Hosen bringen, damit es meine Frau nicht merkt. Haben die um 2 Zentimeter verkürzt, gell. Und irgendwann, 3 Wochen später, ruft ein Journalist an und sagt, ja, Prinzessin, ich wollte mal fragen, wie es Ihrem Mann geht. Sagt sie, dem geht so wunderbar. Ja, Gott sei Dank nach so einem schweren Auto. Und da musste ich immer ihr die Wahrheit sagen. Okay. Ja. Immer die Wahrheit sagen. Aber das war einer, da war der Schutzengel wirklich viel Arbeit gehabt. Und der zweite war an der Nürburgring, 1000 Kilometer Rennen, wo ich da mitgefahren bin mit dem Trio. Dream Team. Und da weiß ich, dass der Rainer irgendwie das nicht versteht, aber ich kann es auch nicht ganz nachvollziehen, weil ich einen Blackout hatte. Ich kam da zu dem Schwedenkreuz, wir waren ja weit vorne, also in unserer Klasse vorne gelegen, und ich bin ja im Regen gefahren, hat Zacki immer gesagt, bremst den Polter mal ein, weil ich bin ja früher noch Bergrennen gefahren im Regen, gell? Und da habe ich natürlich das Feinfühligkeit das bekommen und habe natürlich den Popometer immer sofort gespürt. Und irgendwie schlag mich da, aber ich weiß nicht mehr. Ich weiß nur noch, ich fuhr ins Schwedenkreuz rein, bevor es dann runter die Fuchsröhre geht, und Filmriss. Also ich muss irgendwie das Auto verloren haben und irgendwie, weiß nicht, ob mich da gepusht hat. Jedenfalls bin ich da reingekracht in die Seite vor dem Tunnel, vor dem Durchding, da ist der Brücke, ja. Durch. Da ist das Auto hochgegangen. In der schnellsten Stellen übrigens, ja, in der Notschleife. Ja, vor der Fuchsröhre. Ja, ja, ich weiß, aber davor die gerade bis zum... Für die Linkskurve. Vor der Linkskurve ist ja. Ja, da bist du sehr schnell, ja. Bist du schon fast voll. Und dann wieder, und dann bin ich laut Streckenposten nach oben aufgestiegen, hatte vorher noch den Jockel Winkler überholt. Ach ja, genau. Der sich dann mit dem Scheibenwischer. Ja, hab den Jockel, habe ich gedacht, naja, das ist eigentlich mit dem Bergsauto. Und ich fuhr so nebendran, mach ich mal schneller als er im Regen. Und dann sehe ich den Jockel, gell. Wink so. Und er lacht so rüber und ich winke und erwischt die Kurven immer, habe mich gedreht.
Dann habe ich wieder aufgeholt und bin an der Fuchsröhre, an der Schwedenkreuz, am Jockel wieder vorbeigefahren. Und dann bin ich aufgestiegen und dann kam der Jockel unten vorbei. Das Auto hat sich gedreht und bin mit dem Dach und mit dem ganzen Heck über die Frontscheibe vom Jockel drüber gefahren und habe seinen Scheibenwischer abgerissen. Und dann schlug ich ein. Aber die Scheibe hat gehalten von ihm, oder? Also es war so knapp dran vorbei. Dass ich habe den hier, den Scheibenwischer. Und dann habe ich... Jetzt mal lieber die Uhr hier, ne? Das, ja, die habe ich lieber wieder. Erzähl weiter, erzähl weiter. Und dann habe ich... dann bin ich wieder zu mir gekommen und dann lag ich aber auf dem Dach, gell, so. Und habe mir furchtbare Schmerzen in der Hand gehabt. Da habe ich mir von... Also ich habe ja hier keine Knöchel mehr, von... Drei Finger wurden diagnostiziert, aber es waren vier Finger, die gebrochen waren. Und ich bin damals Japan gefahren mit Steve Soper zusammen. Wir lagen vorne in der Meisterschaft. Und da haben wir da schöne Scheiße. Aber wir waren richtig gut unterwegs. Ja, ganz weiß, alten Fahrer. Ja. Gerd Schüler war dabei. Ja. Und Rainer. Ja, und Nerbal. Und Hans Hermann war der Instruktor. Ja. War toll, dass die Falk war dabei, der war aber auch von Porsche. Und dann habe ich mir gedacht, also, dann wachte ich so auf, kam ich zu mir und merkte, wie es auf dem Dach war und denke mir, also, das ist aber nicht hier schön, das hat mir also wirklich wehgetan. Und jetzt musste O-Ton Jockel hören. Also, Jockel hat also seinen Scheibenwischer verloren. Jockel Schwab, gell, ich bin auch so halber Schwab. Also, Jockel am Box, was ist denn los, Jockel? Hast gar nicht gedacht, was gerade passiert ist. Was ist denn passiert? Sag, erzähl doch mal. Ja, stell dir vor, der Poldi ist mit seinem scheiß Karre über meine Frontscheibe drüber geflogen und hat mir den Scheibenwischer abgerissen. Also, wie? Erzähl doch mal. Dann kommst gleich mal an die Box, Jockel. Hat er das nicht glauben können, gell? Stell dir mal vor, das wäre eine andere, zwei Zehntel, drei Zehntel. Eben. Da wäre ich voll in die Scheibe rein. Also das war der Wahnsinn. Und dann kam ich nach Adenau und war da im Krankenhaus. Dann haben die mir also die Finger wieder einigermaßen grad gebogen. Da habe ich einen Gips bekommen. Und dann habe ich meine Frau angerufen, so, ja, mal ein bisschen schlimmer Unfall und so. Haben mir leider von fünf Finger drei gebrochen. Wusste nicht, dass da vier gebrochen waren. Aber es geht mir gut. Ich komme dann mit dem BMWler, der bringt mich zurück und dann sind wir da. Ich komme zurück und dann gehe ich zum Professor Schweiberer. Das war der Spezialist, was für Handchirurgie anbetrifft. Habe ich gesagt, schauen Sie mir das an, Herr Professor. Sagt er, ja, also es tut mir leid, aber der Daumen ist auch noch gebrochen. Also der Einzige, der wirklich heil geblieben war, der Finger. Und das war, weil die Finger beim Überschlag aus der Scheibe rausgegangen sind. Genau, das Auto hat sich über meine Finger abgerollt. Schön. Also herrlich, gell? Ja. Und ich heute noch, habe ich ja alles hier so ein bisschen krumm und schief. Aber dann habe ich gedacht, Herr Professor Schweiber, wie lange dauert das jetzt? Sagt er, ja, von zwei Jahren, drei Monaten kommen sie wieder, machen wir den Gips runter. Ja, und das Problem war ja dann bei dem Unfall, dass ich ja dann noch fahren musste in Japan. Und jetzt habe ich Schnitzer angerufen und gesagt, du, ich habe diesen Unfall gehabt und ich kriege erst in drei Monaten den Gips runter. Ja, müssen wir den Jockel so lang fahren lassen. Dann ist Jockel runtergeflogen nach Japan und ist mit dem Steve zusammengefahren, die da ein Auto von Schnitzer. Und ich habe mir gedacht, also drei Monate kann ich nicht aushalten. Also bin hingegangen, habe nach drei Wochen den Gips aufgeschnitten selber, hier, zing, 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 zing. Meine Frau hat gesagt, spitzt du vielleicht? Das wird alles nicht in Ordnung, sonst aufgeschnitten, runtergebrochen. Da hatte ich alles hier geschwollen, weil das durch den das Auto, was da drüber gerutscht gerollt, ist, war ja alles wund. Ich habe hier noch Narben und so. Und habe ich da alles, wie schnell das steif wird, weißt du? Ja, und habe dann noch eine Woche gewartet, das waren dann vier Wochen. Dann habe ich den Charlie Lamm, Gott hab ihn selig, angerufen und gesagt, Charlie, ich komme wieder. Wie? So, ja, alles okay, ich komme. Dann bin ich mit Charlie da runtergeflogen, habe so einen Softball mitgenommen im Flieger. Und die haben alle gedacht, der hat nicht alle Tassen im Schrank. Und die ganze Zeit hier diese Pumpbewegung gemacht, um einigermaßen die Finger wieder beweglich zu bekommen. Ich musste das Lenkrad halten. Und weil zum Glück, also muss man sagen, die linke Hand, wenn noch die Schalthand gewesen wäre, dann musste der viel härter zugreifen eigentlich. Ne? Du, und dann bin ich da in das, dann habe ich vorm Fahren, habe ich diese Stelle, der Jockel ist wieder zurückgeflogen, vereist, habe sie eingebunden, bin dann Rennen gefahren und
Und wenn danach im Rennen habe ich dann wieder die Binde runtergemacht, pff, wieder geschwollen, wieder vereist. So habe ich das zu Ende gefahren, wir haben die Meisterschaft gewonnen. Den Daumennagel hast du ja auch ausgerissen, oder? Den Daumen war hier, war ein Kapselriss. Also ich sage dir, dass überhaupt die Finger dran sind. Ja. Mal. Oder wenn dein Auto... Also ich sage dir, der Schutzengel da oben, dem bin ich sehr viel dankbar, gearbeitet, dass nicht mehr passiert ist. Ja. Ich habe ja so einige ganz gute Überfälle oder Unfälle gehabt, die da wirklich glimpflich davongegangen bin. Also das Einzige, was ich merke, ist die Wirbelsäule, dass die halt durch Kyalami, dass da ist natürlich da ein ziemlicher Stau drin und jedes Mal, wenn ich so eine Augendiagnostik kriege, weil bin ich jede Woche beim Physiotherapeuten, wenn ich da die Augendiagnostik mache, sagt er, wenn ich in deine Augen schaue, dann wird es mir schlecht, wie deine Wirbelsäule ausschaut. Aber ist ja klar, du weißt, so 60 Jahre, in den harten Kisten Probleme, die ganze Zeit, Probleme mit eben jetzt die Arthrose hier, die da mich dauernd beschäftigt und da rechts hatte ich auch ein Problem, das habe ich aber operieren lassen. Jetzt muss ich dann im Oktober, wird mir dann neue künstliches Gelenk hier reingemacht. Aber ich habe neulich einen getroffen, da bin ich ja nichts dagegen. Treffe ich den und sage, wie viel so im Alter ist, da erzählst du halt von deinen Krankheiten. Ja. Sag ja, was haben Sie denn so alles erneuert? So sagt er, ich habe zwei neue Knie, zwei neue Hüfte und zwei neue Schultern. Also wenn ich so rumlaufe wie Sie danach, dann bin ich sehr glücklich. Alles gut, ja, dann kann man noch ein paar Jahre dranhängen. Aber das sind, wenn du überlegst, dass mit 80 du noch letztes Jahr in deiner Klasse gewonnen hast und Dritter in der Klasse geworden bin, in meiner Klasse in Turnwagen und zwei Rennen gewonnen habe, bin ich eigentlich mehr wie glücklich und dankbar, dass ich das überhaupt noch machen kann. Aber ich lebe sehr, sehr asketisch. Also ich trinke kaum Alkohol, Ernährung, Sport. Jeden Tag versuche ich da, mich zu knebeln. Muss natürlich auch viel aufgeben, gell? Aber trotzdem, ich sag dir, es ist eine Leidenschaft, machen wir das gerne. Dieses Jahr fährst du auch wieder, ja, na gut. Ja, also dieses Jahr hat sich andere Entscheidungen getroffen worden. Aber mein letztes Rennen wird Le Mans sein. Und ich meine, 80 Jahre alt, Le Mans, 100 Jahre Feier Le Mans, dann 50 Jahre Motorsport Frankreich. Also das könnte schlimmer kommen, oder? Ja, das ist, glaube ich, ein guter Abschluss. Und dann werde ich Dinge machen, die mir nur noch Spaß machen. So Oldtimer-Rallys fahren und sowas, solche Dinge. Ja, Millimilia. Da kannst du ja nochmal wieder mit dem schwedischen König. Ja, das war noch toll. Bist du auch gefahren, ne? Ja, das war der einzige amtierende König, der bisher, also Carl Gustav, muss man Carl sagen, Gustav mit dem bist du zusammen gefahren. Ja, also das ist noch keiner, ein regierender König mit dem Milja gefahren. Und ich bin ja mit dem schwedischen Königshaus sehr befreundet und mein Patenkind ist ja der Sohn vom König, der Karl Philipp, und der auch im Motorsport betreibt, mit dem ich mal oft drüber rede, aber ich sage, die bleiben, nehmen dich auch nicht für ernst, du musst nur zeigen, du bist ein guter Rennfahrer. Also wir telefonieren da relativ oft miteinander und ein ganz toller Junge und im Design sehr, sehr erfolgreich und ich weiß noch, ich habe mit ihm mal über die Millimilia geredet. Ja. Habe ich gesagt, du, ich fahre schon das fünfte Mal. Und ich sagte, oh, weißt du, ich habe immer schon geträumt, einmal die Millimilia mitzufahren. Habe ich gesagt, bist du dein Ernst? Sagt er, ja. Und dann haben wir das geschafft, die Millimilia zu fahren. Also er ist dann nach Brescia gekommen, haben ihn abgeholt. Und dann hat der Schäufele von Chopin dann eine spezielle Uhr machen lassen für ihn. Und hat die Uhr mit seinem Konterfei drin, also mit seinen Initialen. Und die haben wir dann übergeben. Und dann hat er gesagt, wir haben dann ein tolles Auto, wir haben 328er Millimeter, gibt es noch zwei auf der ganzen Welt. Sind wir gefahren, Startnummer 100. Natürlich riesen Presse, Auflauf, Fernsehen, alles war da. Ja. Und dann wollte er aber auch selber fahren. Er fährt auch gut Auto. Also er muss halt immer so fahren, dass er nicht auffällt, gell? Weil das mag er nicht. Ja. Und dann habe ich gesagt, Karl Gustav, jetzt tun wir doch mal wechseln. Und dann hat er gesagt, ja, ehrlich? Dann hat er gesagt, ja, wechseln wir mal. Du darfst jetzt fahren. Und du musst mir vorstellen, das war so, da haben wir vorne zwei Motorräder gehabt, Polizei. Hinter uns die Bodyguards in dem M5 von Schweden. Und wir haben, ich weiß nicht, ob du mal auf der Millimilia warst. Nee, leider du bist, nicht. Du hast ja als Millimilia-Teilnehmer, hast du völlige Narrenfreiheit. Du kannst bei Rot drüber fahren,
Du kannst, die Leute sind froh, wenn du schnell durch die Orten durch bist. Das sind immerhin so 200, 300 Autos. Mhm. Und dass halt der Tross schnell durch ist und der normale Verkehr wieder weiterlaufen kann. Und wir hatten halt, ich habe da im Calcutta schon mal, das Auto ist ja nicht so breit, da kannst du schon noch vorbeifahren. Italiener verstehen das. Die Italiener sind ja die wirklich am meisten Verständnis haben für so Oldtimer-Autos. Ich bin ja Mille Miglia gefahren in Japan, gibt's ja auch. Da war das Verständnis auch nicht mehr so. Und Mille Miglia Argentinien. Also es gibt drei Mille Miglia. Die Hauptmille ist natürlich Italien. Und ja, dann kommen die zwei anderen. Ja. Japan und Argentinien. Ich bin alle zwei auch gefahren. Und dann habe ich gesagt, du fährst einfach links vorbei, gell? Und machst einfach so und die gehen zur Seite. Oder du stehst an der Ampel, Avanti. Die wollen natürlich wissen, dass das Auto kocht und so. Also du hast da komplette Narrenfreiheit, musst natürlich nachher den Stecker umdrehen und sagen, jetzt bin ich wieder normaler König. Ja, aber König halt wie jeder andere. Beeindruckend. Ja, klar. Du fährst halt durch die Stadt durch und wir hatten natürlich so einen Escort-Service, also von Motorradfahrern. Ach, Eskorte, um Gottes Willen. Ui, Polly. Jetzt kommt gleich wieder Harald hier ums Eck und wieder Geschäft. Ja, genau, um Gottes Willen, Eskorte. Siehst du mal, wie das ist so. Hatten wir eine Eskorte dabei und die haben natürlich uns begleitet, dann alle überall haben die uns die Fahrt frei geschaufelt, mehr oder weniger. Und dann kommen wir in einen Ort rein und da fährt der Karl Gustav auch so das Auto und immer die Bodyguards hinterher mit dem M5 von BMW. Und habe ich gesagt, kannst du überholen in einem Ort geschafft. Dann ist immer so, nicht überschnell, aber halt einfach an dem Ganzen vorbei, an denen, die nicht das mit zu tun haben. Und wir fahren da vorbei und dann musst du dir vorstellen, ich sitze so als Beifahrer drin und alle mal sind, denke ich, oh Gott. Der Karl Gustav ist so zusammengezuckt. Aber das ist was passiert mit unseren Bodyguards. Gell? Es war folgendermaßen, wir sind an Autos links vorbeigefahren. Und die mit dem M5 hinterher, der war breiter. Etwas breiter, dann kommt aus der Einfahrt, aus der anderen Seite, ist so ein Fiat Punto raus und den hat voll der M5 getroffen. Jetzt waren da diese Typen da, diese schwedischen Bodyguards, das waren alle so 2 Meter Typen mit solchen Schultern und solchen Unterarmen. Dann stand war der ganze Kotflügel hineingebogen von auf den Reifen zu. Da ist der Bodyguard hingegangen, hat den genommen, so rausgezogen, noch ein bisschen da, wie als wäre es aus Gummi und sind weitergefahren und die Polizei hat dann gesagt, wir regeln das mit dem Punto. Aber das werde ich nie vergessen, das Gesicht vom König, weil er wollte ja nicht auffallen. Ja, aber er hat es wahnsinnig genossen und hat es also hat es immer wieder, sprechen wir drüber, ob wir mal fahren, aber solange halt BMW den nicht mitmacht, weil mittlerweile ist es ja so teuer geworden, da musst du einen gescheiten Sponsor finden, der das finanziert, weil die haben natürlich jetzt mittlerweile viel mehr Autos teilnehmen und die machen einen Tag mehr, länger. Aber ich habe diese Mille Miglia, habe ich Italien, die Menschen, die Kultur, die Essensgewohnheiten kennengelernt und es ist einer der tollsten Länder, Italien. Wenn du da durch die römischen Orte durchfährst, wo überall Geschichte dahinter steckt. Mhm. Oder du halt durch Florenz durchfährst oder Siena, wo normaler gar nicht durchfahren darf. Ja. Und da stehen auf der ganzen... Diese engen Gassen eigentlich, oder? Wie eng man da durchfährt. Das ist so, da fährst du durch und bist halt überall... Die Architektur, sagt, überhaupt die Lebensart. Genau. Du hast 3 Millionen Zuschauer in den 3 Tagen. Kann man sich vorstellen, heutzutage noch. Ne? 3 Millionen Zuschauer. Und es ist interessant, diese Zuschauerpersonen, manche sind so schon über 70 und 80, die noch früher ihre Heroes am Fahren sehen, weißt du? Die stehen dann auf dem kleinen Hocker, sitzen da und sagen, Bella Macchina, oh, fantastico. Weißt du? Das ist einfach ein irres Erlebnis. Es ist schwer, anstrengend. Ja, ich bin mit Paul Rosche gefahren. Früh aufstehen, abends. Paul hat immer gesagt, du fährst jetzt alles. Und der Paul war immer Beifahrer und es war auch immer, mit Paul war es so eine tolle Zeit, weil der war so ein, wenn der so aus seiner Formel 1-Zeit den Motoren-Nocken-Paul da erzählt, da könnte ich heute ein Buch drüber schreiben, was ich da alles erfahren habe. Wir waren dann so ein 328er, der Paul war so ein schwerer Raucher, gell? Und hat immer gesagt, warte mal, fahr mal ein bisschen langsamer. Dann hat er die Zigarette nicht anmachen. Und dann ging es, dann raucht er dann und so weiter. Und dann hat er so nach einer Viertelstunde Zigarette wieder ausgemacht. Und das ging aber immer, die Anzahl ging schlecht. Also, und dann kommt es immer so zu Geschichten. Du, heute mal, oh, sag, was ist denn los, Paul?
jetzt trinken wir mal gescheites Weißbier. Warten wir, bis unsere Autos da sind. Sag ich, du Paul, wir sind da in der WP, in der Wertungsprüfung. Nein, das machen wir jetzt. Sag ich, komm, jetzt fahren wir weiter, sind wir weitergefahren. Oder fahren wir langsam, weil wir Zigaretten rauchen und so. Also, ich habe ihm dann so einen Bunsenbrenner, wie sie Pfeifen rauchen haben. Also, ja, ja, genau. Dann ging es auch schon. Der Paul hat mir so viel Schaden erzählt mit dem Formel-1-Motor, was sie da alles gemacht haben. Und ich bedauere sehr, dass es den leider nicht mehr gibt. Ja. So sind das halt alle irgendwann, gibt's da nicht mehr viele von. Das sind so tolle Erinnerungen, weißt du, und die, und ich auch Dinge erlebt habe, die halt nicht alltäglich sind, gell? Und ich habe immer Dinge gemacht, die verrückt waren. Ich habe also Fallschirmspringen gemacht, ich bin Bob gefahren, Vierer Bob, Zweier Bob, ich bin Jet, bist du auch schon mal geflogen, Jet, oder? Jet bin ich auch geflogen, ja. Mit der Cessna. Ich bin mit dem Brun zusammen die zwei Mods gefahren, geflogen und selber auch geflogen zum Teil. Also ich habe ganz tolle Menschen in meinem Leben kennengelernt. Da zählt bestimmt einer dazu, ist Dalai Lama, den ich persönlich kennengelernt habe. Habe das Glück gehabt, mit dem eine halbe Stunde mich zu unterhalten, nur unter vier Augen. Und ist das so eine Magie? Wahnsinnig. Hat eine Ausstrahlung, der hat so eine ganz tolle charismatische Ausstrahlung, die so liebevoll ist. Ja. Wenn der dich so angreift und dann so anfasst und mit dir redet, da strömen dann irgendwie Dinge durch deinen Körper. Und den habe ich durch die Königin in Schweden kennengelernt und auf dem VIP-Raum in München, Flugplatz. Und es war, weil ich habe da diese orangenen bekleideten Buddhisten gesehen, habe ich gesagt, wer ist denn das? Und dann sehe ich den Dalai Lama, habe ich gesagt, zur Königin, habe ich gesagt, ich würde den so gern mal kennenlernen. Hat sie ihre Hofdame hingeschickt, dann habe ich mit ihm eine halbe Stunde unterhalten. Es war toll, hat mir zurück dann zum Schluss so einen Schal geschenkt, den jeder bekommt. Ja, da steht irgendwas drauf. Ich weiß nicht, was da drauf steht, aber wahrscheinlich You're one of my friends oder irgend sowas. Ja, ja. Aber weißt du, auch mit diesem Namen lernst du so viele tolle, interessante Menschen kennen. Ich wollte gerade sagen, allein dieser Nebensatz, ich habe den Dalai Lama kennengelernt, okay, aber ich habe ihn durch die schwedische Königin kennengelernt. Ja, ja. Das können auch nicht so viele sagen. Nee. Und du kanntest auch die Queen, die englische Queen Elizabeth, oder? Nee, die kann ich nicht. Ja, ich kann den Philipp kann ich gut. Den Prinz Charles, die Lady Di habe ich kennengelernt. Gut, das ist aber nicht so, ja, gut, auch schon jetzt ist es schon was Besonderes. Aber wenn du in so einer Familie aufgewachsen bist, geboren bist, dann lernst du halt unheimlich viele interessante Menschen kennen. Und durch den Namen kannst du halt viele Türen öffnen, die normalerweise vielleicht nicht jeder kann. Aber da bin ich auch dankbar drüber. Aber ich genieße halt einfach auch diese Stellung, dass man eben so Leute kennenlernt, die halt nicht jeder die Möglichkeit hat, näher an den Rand zu kommen. Und da waren halt einfach tolle Menschen dabei. Ich habe das gelesen, aber den Zusammenhang, Mensch, das sind so viele Namen bei euch in der Familie immer. Also dein Vater hat ein Buch über Papst Pius geschrieben. Den 12., ja. Den 12., genau. Und der war der Patenonkel von dem Von der Pfaff. Ja? Der Pate, Patenonkel vom Pfaff, ja. Der Papst. Ja, ja, ja. Der war damals noch Nuntius. Ja. In München. Und der war der Patenonkel, ja. Yes. Pius der 12. Verrückt. Ja. Das ist wirklich verrückt. Der Vater hat ganz vieles leider nicht miterlebt. Ne? Dein Vater hat leider ganz vieles davon nicht miterlebt. Nee, der ist leider sehr früh gestorben durch einen Flugzeugabsturz, und 49. Mit einer alten Kriegsmaschine. Mit 49 Jahren, ja. Mit der alten Do, ja. 1969. Ich auf dem Weg zu meiner Mutter nach Umkirch und Vater war in der Politik und hab so ein Radio gehabt, so ein Röhrenradio und höre wieder Prinz Konstantin, bla bla bla. Und hab da nicht so richtig hingehört, weil das waren immer so politische Geschichten. Und dann habe ich mir gedacht, alle volle Stunde kam mir mein Vater und hörte dann plötzlich mit und hörte genau zu, was er im Radio gesagt hat. Hat er gesagt, der Vater ist, Prinz Konstantin ist gerade tödlich mit dem Flugzeug abgestürzt. Und das Kuriose war, dass der in dem eigenen Hohenzollernburg, also unterhalb von Hechingen, weil mein Großvater Hohenzollern, hatte Anteile von der Hohenzollernburg und da ist der Vater in den eigenen Familienwald abgestürzt.
Aber der war nicht da, sondern der war bei Burda. Der war beim Senator Burda auf dem Geburtstag und hatte immer so ein Faible für alte Maschinen, aber er ist nie selber geflogen. Und er hat dann bei MBB war politischer Berater, Messerschmitt-Bölkow-Blohm, und die haben diese Maschine gekauft. Und nachdem der Vater da nur zum Geburtstag vom Senator runtergeflogen ist, war ja Offenburg dann Flugplatz. Und hat gesagt, da fliege ich mit der MBB, die die Maschine zur Verfügung gestellt hat, mit einem Testpiloten, der so T-33 und F-84 geflogen ist, also die ersten Düsenflugzeuge. Und mit dem ist er geflogen und die haben halt kein AFI gehabt und sind aus komischer, unerklärlicher Weise sind die über den Schwäbischen Alb geflogen. Die war bekannt, dass sie eben Gefahren mit sich brachte. Nebel, schlechtes Wetter, Front etc. Da sind sie drüber geflogen, weiß nicht warum, und ist dann eben in Hechingen abgestürzt. Im eigenen Wald. Und das Schlimme, ich war damals 26 und hör das im Radio, dass mein Vater tödlich verunglückt ist. Er hat eine wahnsinnig spezielle Verbindung zu meinem Vater gehabt, war eben auch so ein Freundvater, mit dem ich viel, viel erlebt habe, aber leider alles viel zu kurz dadurch, dass ich eben bei den Hohenzollern aufgewachsen bin. Aber das ist zum Beispiel Schicksal. Ja. Ich hätte so viel von meinem Vater noch erleben möchten mit seiner Politik und mit seiner. Ich glaube, er wäre sogar Ministerpräsident von Bayern geworden. Ein toller Politiker, anerkannter Politiker. Das Interessante ist, ich habe so ein bisschen so ein bisschen an Geister und an Seelenwanderungen und an diese Dinge. Und ich glaube auch, dass es diese Reinkarnation gibt, dass auch die Seele weiterleben wird, in welcher Form auch immer. Und das Interessante war, ist noch gar nicht so lange her, vielleicht so 15 Jahre, träume ich, ich sehe meinen Vater in seinem Haus ganz klar und deutlich und sehe ihn dort sitzen im Stuhl, wo er immer gesessen ist und sage, Vater, du lebst ja. Wir waren alle so traurig, weil du verstorben bist. Und da antwortet er, ich lebe nicht in dieser Zeit, ich lebe in einer anderen Welt. Aber ich werde immer meine Hand über euch halten, dass nie ein großes Schicksal passiert. Und das habe ich mit einem Priester mich unterhalten und der hat gesagt, sie haben ihn wirklich gesehen. Und das war für mich unglaublich. Es war ein unglaublicher Moment, den Vater wieder so zu sehen, wie er war. Und ja, war toll. Mit deiner Großmutter hast du auch sowas erlebt? Ja, Großmutter auch. Großvater war verstorben und wir waren in Umkirch. Und meine Großmutter wusste immer, dass ich so ein bisschen an Geister glaube. Und mein Wichtigstes war, was passiert nach dem Tode? Was passiert mit der Seele? Wie geht's weiter? Das ewige, ich bin ja katholisch, ewig weiterleben. Das war mir unbegreiflich, auch heute noch, was das heißt, ewig weiterzuleben. Und meine Großmutter hat gesagt, weißt du, wenn ich mal tot bin, erscheine ich dir und dann sage ich dir, wie es im anderen Leben sein wird. Und dann dann starb sie. Und es war dann so ein Jahr später, waren wir in Umkirch unten bei den Chauffeuren gesessen und haben Skat gespielt und haben halt wie immer üblich diese Spiele gespielt. Und plötzlich schaue ich so in den Innenhof, war der ganze Innenhof beleuchtet. Dann sage ich zu den Chauffeuren, guck mal, der ganze Innenhof ist beleuchtet, das kann doch gar nicht sein. Weil es gab keinen so einen Master Switch, wo du die ganzen Lichter in der ersten Etage ausmachen kannst. Per App. Nur mit jedem Raum musst du einzelnen Schalter ausmachen. Und wir gehen in den ersten Stock rauf, wo die ganze Etage, so waren so 35 Zimmer, war in einem Zimmer das Licht an. Gehen hin und machen überall das Licht wieder aus. Ich komme in das Salon meiner Großmutter, in ihrem Arbeitszimmer, gehe da rein. Jetzt bin ich wirklich kein Schisser. Ich bin da drin und ich spüre, dass irgendjemand hinter mir ist. Aber ich hatte nicht den Mut, mich umzudrehen. Und ich deute es so, dass es meine Großmutter war, die mir sagen wollte, wie es nach dem Tode weitergeht. Und das war, da habe ich richtig Gänsehaut bekommen. Klar. Weißt du, wie paralysiert stehst du da
und traust dich nicht umzudrehen, wie wenn du ja paralysiert bist. Und es hat genauso vielleicht so 5 Sekunden angehalten und dann war das vorbei. Habe ich die Lichter ausgemacht, aber ich wusste, in dem Moment war die Großmutter da. Ich deute es wenigstens so. Ja, klar. Ist doch eigentlich schön, oder? Wenn man das so erlebt. Also es war, ja, ich hätte natürlich, aber stell dir vor, ich hätte mich umgedreht und sie wäre wirklich, hätte mir erzählt, wie es nach dem Tode. Aber es hat, glaube ich, eher nicht da oben haben wollen. Ja, vielleicht auch gut so. Ja. Aber ich habe da so oft solche Begegnungen gehabt, da in so einem Schloss, weißt du, da sind immer so Spooky-Geschichten und der Parkettboden, wenn es im Winter geht auseinander, im Sommer zieht er sich zusammen, da knarzen die Balken und so. Und da kommt schon so der Gedanke auf, es muss irgendeiner, der da. Aber ich habe auch so ein paar Begebenheiten gehabt, wo einer gelaufen ist, weißt du? Habe richtig Schritte gehört, die dann durch den Schlossgang gegangen sind. Das ist wirklich unheimlich. Ja, ja. Also ich hab wirklich in meinem doch, in meinem etwas längeren Leben viele Dinge erlebt. Ja. Aber auch viele nicht so schöne Dinge, aber die schönen Dinge, die bleiben ja natürlich immer in Erinnerung. Und der Vater war für mich schon, das hat mich schon emotional getroffen. Ja, also ihn wieder zu sehen und wissen, und irgendwann erscheine ich dir wieder, hat er noch gesagt. Und dann mit dem Priester unterhalten, er sagte, das sind tatsächlich gesehen. Ich glaube, wenn man an sowas glaubt, dass man es auch wirklich sehen kann. Ja, da mag was dran sein. Wenn man das immer so ablehnt, dass das dann vielleicht nicht erscheint. Ja. Oder man das gleich wegdrängt. Ja. Es ist so die andere Seite vom Poldi. Ja, super. Das ist sehr gut. Reden wir wieder über weltliche Dinge. Der nächste nach British Leyland war Steinmetz Opel. Oh ja. Du bist da auch gefahren. Ja, mit Klaus Steinmetz. Ja. Ja, das war ein interessanter. Ich habe neulich den Sohn getroffen, da in Bayersbronn. Ja, ich weiß, der macht jetzt wieder relativ viel. In Bayersbronn, Solitude. Da haben wir gesehen, ja. Habe ich getroffen und es war auch toll, den Sohn mal kennenzulernen und über den Vater mehr zu erleben und mehr zu erfahren. Und es war ein sehr schöner Austausch zwischen ihm und mir. Und es sind halt so, weißt du, so Leute, die man früher relativ lang kannte. Und ich war noch damals mit dem Willi Kausen. Wir fuhren ja zusammen das Rennen in Spa-Francorchamps auf dem. Er fuhr einen Commodore und ich fuhr einen Commodore. Ich hatte damals einen skandinavischen Fahrer drin. Der kam leider nicht zum Fahren, weil ich auf einer Öllacke rausgerutscht bin und bin. Es war ja damals alles gar nicht so richtig abgesichert. Ja. Da fuhrst du durch so einen Ort durch, gell? War nur rechts und links waren so ein paar Strohballen. Das war Franco schon mal wirklich krass, ja. Das war, ja, und das war, aber es war irre. Das war, und der Commodore war ein unglaubliches Auto. Der war geradeaus unheimlich brutal und stark, aber Fahrwerk war so ein bisschen schwierig. Also, da hatte zu viel Power, um das Fahrwerk das irgendwie so richtig hinzukriegen. Aber wir haben da ganz gut vorne mitgefahren und bin ich da leider ausgefallen. Was der Klaus nicht so lustig fand, aber ich konnte es beweisen, dass es nicht meine Schuld war, da war Öl. Und ab dem bin ich halt leider ausgerutscht. Und dann bin ich dann nochmal Nürburgring gefahren, Nordschleife. Da habe ich dann das Rad verloren. Gibt es auch Fotos von dem Steinmetz-Auto. Dann ist mir das Vorderrad, hat mich überholt, denke mir, was ist da los? Ich bin ja auch wieder ausgefallen. Also mit dem Steinmetz-Auto bin ich, glaube ich, 2 Rennen nur gefahren. Ja, das war nicht so. Ja, ganz wenig. Aber VW kam dann ums Eck mit der Formel Super V. Ja. Das erste Mal Formel fahren. Erstmal Formel fahren und da fuhr ich für ATS. Ja. Günther Schmidt. War eine tolle Zeit und da fuhr im Keke Rosberg mit. Ja. Und Thomas Tevis und unser Sponsor war dieser Herrenausstatter Uwe. Otto Kern. Uwe Kern, genau. Ja. Mode Racing Team. Und wir hatten, mit dem kam ich eigentlich gut zurecht, mit dem Formel Super V. Da waren auch die tollen schwedischen, skandinavischen Rennfahrer dabei, die alle dann zum Teil auch in die Formel 1 gegangen sind. Es war so ein, ich weiß noch, da bin ich gefahren mit dem Formel Super V. Freddy Kodolinski fuhr noch damals mit. Der war sau schnell. Der Freddy ist dann Formel 2 gefahren bei Günter Schmidt und ich bin dann bei der Formel Super V geblieben. Und wir waren auf der Nordschleife und es war immer so wahnsinnig komisch,
jetzt im Nachhinein, dass wir immer ganz wenig Benzin dabei hatten, damit das Auto schön leicht war und eine gute Zeit hingebracht haben. Und dann weiß ich noch, bin ich mal unterwegs ausgefallen, also weil ich kein Benzin mehr hatte. Ich hatte immer so ein 5-Mark-Stück dabei. Und dann ging mir das, weil ich wusste nicht, ob das Benzin, wie viel er verbraucht, blieb natürlich stehen da in einem Karussell. Und dann stand der Retti da schon beim Kanister. Da standen die Leute, ich habe den Helm, hat jemand von euch Benzin? Ich brauche normal, super. Ja, ich habe einen Kanister, 5-Liter-Kanister. Sag, gib mir den, hab den 5 Mark in die Hand gedrückt, hab den da reingeschüttet, bin weitergefahren. Und da habe ich auch, mit dem Formelauto, da bin ich ja dann Vizemeister geworden auf der Rundstrecke. Und in Neubiberg bin ich noch gefahren, habe ich auch das Rennen gewonnen. Also, da war ich schon gut unterwegs und schnell unterwegs. Und ich werde nie vergessen, ich hatte dann, ich weiß nicht, ob der Jochen Engel dir was sagt. Nee. Der ist auch mal Formel super vorgefahren. Wir waren auf der langen Geraden in Nürburgring, ich war glaube ich an dritter Stelle oder so. Und der Jochen Engel saugte sich ran an mich. Und er kam so neben mir und dann habe ich gesagt, er soll hinten bleiben, weil das zu gefährlich ist, wenn der da jetzt, weißt du, da kommt dieses Loch dann. Ja. Und dann kommt dieses Schlängel dann und dann habe ich gesagt, er soll hinten bleiben. Und er schaut mich an, wir haben es kaputt geladen. Und dann bin ich mal auch an der Nordschleife gefahren und da war ich auch sauschnell unterwegs. Und dann plötzlich habe ich das Auto verloren, auch wieder da, hohe 8 ist es, glaube ich. Kann sein, weißt du, nach der langen Geraden. Nach dem Karussell, wo das dann so hochgeht, oder was? Ja, ja. Aber dann die lange Gerade vorm Start und Ziel. Wie heißt denn noch diese Passage? Die lange Passage? Gerade vorm Start, also vor Döttinger Höhe. Döttinger Höhe, ja. Ja. Und dann danach das Ding, das geht länger. Genau, danach. Die geht Vollgas. Ja. Und ich habe gesagt, die geht Vollgas, aber ich eine richtige Linie bin. Und ich bin da runtergebrettert. Und irgendwie habe ich das Auto dann in der Kuhle verloren, habe mich gedreht, bin rückwärts irgendwie reingeknallt und dann hat nicht viel passiert und so. Und denken wir, ja, fahrst du wieder weiter. Und wenn wir den ersten Gang reinmachen, dann geht der erste Gang nicht rein. Habe ich die Gänge durch, ging nicht. War das ganze Getriebe 50 Meter woanders gelegen. Habe ich das komplette Getriebe von dem Superbau verloren. Aber das habe ich alles so ganz gut überstanden. Und mit dem bin ich wirklich gut gewesen mit dem Formel-Superbau. Da gab es doch diesen Trick hinten, weil das Getriebe war ja ganz hinten. Ja. Und es wurde von hinten so geschaltet, ja, dass man immer, wenn man den Leuten hinten auf die Spitze gefahren ist der Gang noch rausgeschnitten. Genau. Und der Kurt Bergmann hat auch so eine Plakette vorgeschaltet. Ja, der hat so ein Ding, wo so das sein, sein, ja, Keilmann ist auch schon tot, der Kurt. Ja, ich weiß. Bei dem ist sein Geburtstag eigentlich noch dort. Oh, echt? In Wien. Ja, ja, okay. Wien. Ich habe ihn auch noch einmal treffen dürfen. War nicht gut genug drauf, um irgendwie so einen Podcast aufzunehmen, aber ich habe dann Nachruf gemacht. Sogar noch mit Helmut Marko. Oh ja. Und so, also dann noch viel was erzählt. Aber der war ein toller Typ. Ja, toller Tüftler, ja. Mit Kurt habe ich viel, viel Freude. Wir sind auch dann Aspern gefahren und so weiter. Weiß ich auch, da bin ich auch noch gefahren mit für ihn. Und dann ist mir während dem Fahren die ganze Karosse hochgegangen. Habe mich fast stranguliert. Da haben die vergessen, die Schrauben hier anzuziehen. Ich sah aus wie so ein Truckster, weißt du. War plötzlich alles frei hier vor mir. Und es hat mir fast die Gurgel abgedrückt. Oh, ach Gott, da gibt es so viele wahnsinnige Geschichten, die ich toll überstanden habe. Deine einzige Meisterschaft hast du gewonnen in Amerika. Da kam Mr. Hopkins auf dich zu und hat eine ganz tolle Idee gehabt. Das war eine tolle Geschichte. Also die muss ich sagen, die war irre. Ich habe kennengelernt in Garmisch bei den GIs einen Typen, der war Hauptmann, also was ist das? Colonel, Captain war der. Mhm. Captain, und der war einmal auf den Flugplatzrennen, wo ich da für Alpha gefahren bin. Von 9 Rennen habe ich 8 gewonnen für Auto König. Mhm. Und der hat mich fahren sehen und hat gesagt, wir haben ein Rennen in Alaska, das ist nordamerikanische Eismeisterschaft. Geht 4 Wochen lang, jedes Wochenende auf zugefrorenen Seen werden da die Rennen gefahren. Und dann hat er mich so angesprochen, ich sage, ah ja, das wäre doch mal toll, wenn wir mal dich einladen könnten und du kannst da so ein Rennen mitfahren. Also Alaska hat mich immer schon interessiert, das ist ein tolles Land und da komme ich so normalerweise nicht hin, gell, wenn man drüber geflogen ist. Und dann haben wir das Ganze festgezurrt, das ganze Geschichte wurde gesponsert von einer Ölkompanie, BP. Mhm. Und da war einer oben im Bruderpenser. Und dann war es so, ich flog dann dahin
Und ich war ein ganz junger Bursche, gell, und mit langen Haaren, so wie Prinz Eisenherz. Und dann waren wir gelandet in Anchorage und dann sagte die Stewardess, ja, ich möchte bitte im Flugzeug bleiben, weil es kommt eine Special Delegation, die sie abholen möchte. Und da sind die anderen alle rausgegangen und ich habe dann mal so aus dem Fenster rausgeschaut, da sehe ich plötzlich, wie so eine Delegation kommt. Mit so einem roten Teppich unterm Arm, gell? Und der wurde dann so ausgerollt und dann war dann der Senator auf Alaska da gestanden, Miss Alaska, dann der Bürgermeister von Anchorage und noch ein paar, zwei andere. Den Senator und den Bürgermeister weggeschickt, mit Miss Alaska losgelaufen, oder? Ja, pass auf. Und dann bin ich dann ausgestiegen und sagte der unten, I just want to know where is this prince, because I'm waiting now. So it's me. Dann hat er gedacht, da kommt so ein seriöser mit so kurzen Haaren. Da kommt mit so langen Haaren mit Prinz Eisenherz und marschierte dann so fast grüßend die Delegation an, sehe sie bis Alaska. Blonde mit blauen Augen und also bildhübsches Mädel. Und sie sieht mich und funken und hin und her funken. Also es war eine ganz, ganz besondere Person. Also die war ja also eine der ganz wenigen Miss Alaska, die wirklich also beeindruckend war. Und dann sind wir dann in den VIP-Raum reingekommen und dann war dann der Senator, hat mich willkommen heißen, habe ich dann so ein Warwurst bekommen, also vom Wasserbüffel oder ja genau so ein Pin. Das ist eine große Auszeichnung. Und dann war ich da und sagte, hier ist Ihr Bodyguard. Das war so ein 2 Meter, so ein Rescue Man, der die Landung immer im Meer, die Mondlandung. Ja, genau. Ja. Ja, nicht Mond, aber die im Meer unten gelandet sind, diese Kapseln. Die Raumkapseln, ne? Haben die rausgeholt und so weiter. Ein Prügel. Also, war so 2 Meter. Aber der bestand nur aus Muskeln. Der hat so einen Trapezhals gehabt und sagt, well, I'm your bodyguard. I have to take care of you. Say, okay, wonderful. Und dann sind wir dann in Singen, dann fuhr ich dann ins Hotel. Und da war ich dann in dem Hotel untergebracht und dann war mein Bodyguard, der gesagt, ja, er muss jetzt nach Hause und möchte gerne zu seiner Frau und er wird mich morgen früh wieder abholen. Okay. Und dann die Miss Alaska hat bei ihm angefragt, ob sie mal mit mir Abendessen gehen möchte. Also ob ich mit ihr gerne Abendessen gehen möchte. Da habe ich gesagt, gemacht, weil es ist ja ein netter Abend, aber das war... Wie du ins Stottern kommst. Super. Bitte? Wie du ins Stottern kommst. Ja, ja. Ich muss aufpassen. nein, aber es war eine besonders nette Frau. Ja. Ein junges Mädchen. Und das Interessante war, ich fuhr dann das erste Rennen mit so einem 914er Porsche. Mhm. Mittelmotor, 2 Liter. Und dann haben wir so diese Heroes angeschaut, die alle so Stingrays und Corvettes fuhren mit Doppelzwillingsreifen hinten mit Spikes und also die waren schon lange, da waren so Heroes, die bekannt waren als die Gewinner der immer von nordamerikanischen Eismeisterschaft. Und ich in meinem 914er. Und der war auch nicht hergeschrieben, der war aus dem Showroom von Porsche, okay. Mit dem bin ich gefahren. Und wie es halt so ist, die haben dann nach ungefähr 6-7 Runden, haben die durch die Hitze der Spikes so Rillen reingefahren. Mhm. Und das war wie auf Schienen, gell. Und ich war hinter einem und da kam ich nicht vorbei, dann bin ich einfach oben vorbei und hab den überholt runter. Da waren sie schon ganz schockiert, dass ich da solche Aktionen da mache. Und dann habe ich dann, um das abzukürzen, habe ich das erste Rennen gewonnen. Und dann sagt der Journalist zu mir, sagt er, well, Prince, what do you say? You just won the race. Oh, I think it was luck. Weißt du, um das bisschen zu untertreiben. Und der andere kam und sagt, yeah, no, you just overtook me, you can't do that. Hab ich gesagt, entweder machen wir Rennen oder machen wir hier Taxifahrten. Und dann war das so, dass dann jede Woche Ende war so einem anderen zugefrorenen See. Mhm. Dazwischen war große Aktion, einmal mit den Schlittenhunden fahren, mit dem großen Dogmascher Atlas hieß der, das sind so 14 Hunde, die haben ja gezogen, das sind diese Weightpulling-Hunde, mhm. Weißt du, diese Huskies ja, da, ja. Mit so einem Anker geschmissen, damit überhaupt, das halten die nicht an, gell? Und mit dem bin ich dann gegen den Senator in Anchorage gefahren. Und ich war natürlich fit, gell, bin immer mitgerannt mit den, und der war halt hinten auf dem Schlitten drauf gestanden und hat immer, hey, hey, gemacht. Ich war immer schneller und bin dann schon so mit 40 Meter Vorsprung, haben mich die Leute da unten festgehalten, bis dann der Senator kam.
um damit es nicht so ganz schlimm ausschaut für ihn. Und dann kann das den Adamsen zuerst umdrehen lassen. Und dann haben sie mich gesagt, das war nicht sehr nett von euch. Hab den wieder überholt und bin dann nicht sicher gewonnen. Und es war, dann war ich im Prudhoe Bay oben, habe mir angeschaut, wie die das Öl rausholen aus der Erde. Es war also hochinteressant, mit so einem Learjet da hochgeflogen, minus 50 Grad. Und so ging die Zeit eigentlich vorüber und überall stand drin eine Zeitung, er ist beliebter wie der Kaiser Hirohito und jeder erkannte mich und ich wurde mal eingekleidet mit so einem Wolfpelz, weißt du, alles mit Mütze, Handschuh, Parker, Schuhe bis darauf, alle mit Wolfspelz eingedeckt. Und ich war immer im Fernsehen und dann war immer, muss ich das Ding anziehen, damit ja der mich gesponsert hat, auch sieht, dass ich den anhab. Und es ging alles so 4 Wochen und dann habe ich jedes Rennen gewonnen. Und dann haben die gesagt, also, das ist ja Wahnsinn, da kommt so ein Prinz aus Deutschland, aus Bayern und gewinnt gegen die ganze Elite, gell? Ja. Und war dann nordamerikanischer Eismeister und waren alle etwas entsetzt und enttäuscht, dass sie von mir geschlagen wurden. Und jetzt habe ich mir gedacht, nächstes Jahr kommt die Einladung, dass ich meinen Titel verteidigen kann, kam nichts mehr. Das war meine einzige Meisterschaft, ich gewonnen habe. 4 Rennen waren das. Ja, aber ist das, ein Rennen bin ich gefahren mit offenem Fenster. Also bei minus 50 Grad habe ich die Tür zugeschlagen, ist mir das Glas implodiert. Da sind wir immer in 20 Runden gefahren. Bei 50 Grad minus, ich habe mir die Finger aufgefroren und die Füße, das war furchtbar. Und dann kam ich in München an und meine Freundin, damalige Frau, habe ich dann das alles angezogen, weil es viel zu schwer war, weil das Übergewicht zu groß war fürs Gepäck. Habe ich es einfach angezogen. Dann war ich da in Frankfurt und dann sagt der Zöllner, sind Sie hier überhaupt auf dem richtigen Flieger geflogen? Sagt er, sei wieso? Naja, Sie müssten eigentlich immer in die Regionen hinkommen, wo es minus 40, 50 Grad hat. Sag, nee, das Ding ist so schwer, sonst hätte ich so viel Übergewicht gezahlt. Und komme in München an, in Riem damals. Und meine Frau, das war 72 gewesen, und meine Freundin damals, jetzige Frau, schaut zu dem Spiegel, denke ich mal so, das kann doch nicht sein. Jetzt wird es gewonnen. Wie so ein Eskimo sah ich aus. Und dann kam ich da raus, hat sie, ich glaub's nicht, was du das bist mit dem ganzen Zeug da. Ich habe geschwitzt mit der Wahnsinn, weil es ja 20 Grad plus da drin hatte. Also war eine tolle Zeit. Da habe ich bis zweimal Erdbeben erlebt. In der Zeit? In der Zeit. Das ist der Wahnsinn. Das ist wie so ein Rollen. Das glaube ich. Dann wackeln die ganzen Lampen. Und das Tolle war, du hast das Gefühl, dass einer im LKW vors Haus gefahren. Ein Riesending und die hin und her sind geschwungen. Da wieder, was weiß das eigentlich? Träume ich da? Oder ist wirklich war? Am nächsten Tag habe ich dann meinen Bodyguard gefragt, sagt dann, ey, das war echt ein Erdbeben. Habe ich zweimal erlebt. Krass, oder? Beeindruckend. Ja. In Japan habe ich auch erlebt, ein Erdbeben. Wie ich da die japanische Meisterschaft gefahren bin. Aber nur so ein kleineres, aber trotzdem hat es gewackelt. Ja, Wahnsinn. Und deine Frau war nie dabei, ne? Bei den Autorennen und so hatte keine Lust. Die hat immer wieder solche Situationen erlebt, wo es mir halt ein bisschen wehgetan hat. Und dann sagt sie, da möchte sie nicht dabei sein. Aber die ist im Motorsport war sie, sie war mal in Sylt dabei, wo ich den Gesamtsieg gewonnen habe mit dem Turbo. Vom Albrecht Krebs. War sie dabei, da habe ich alle niedergebügelt. Alle. Das war so ein super Auto mit einem Turbolader, weißt du, wenn da eine M1 vor dir war, also kurz die Schraube kurz angedreht, war es vorbei und runtergeschraubt. Und da habe ich den Gesamtsieg gemacht. Das war doch alles mit Warsteiner. Warsteiner hat viel, viel dazu beigetragen. Der Klaus Kramer, Gott habe ihn selig, war einfach ein toller Sponsor von mir. Weil wir auch eng befreundet waren und da habe ich immer gesagt, du Klaus, ich würde so gerne mal Gruppe C fahren. Da sagt er, ja und? Ja, sei ich mit dem Walti Bruhn zusammen. Ja, war Wahnsinn, was es damals gekostet hat. Hat er einfach hingeblättert. Und damals war die Brauerei ja unglaublich im Auftrieb. Ich weiß noch, wir das erste Mal 2 Millionen Hektoliter verkauft. Also es gibt nichts mehr drüber. Bis 7 Millionen Hektoliter haben die verkauft. Jetzt geht's wieder runter. Ja. Aber es war einfach tolle Zeit mit ihm und ich war ja auch dann, wie er so krank war, dass er dann in diesen Rotor gekommen von dem Hubschrauber da in St. Moritz. Ja, das weiß ich. Hat sich die ganze Schulter weggetrennt. Ja. Was?
Der Klaus war sehr, sehr schwerer Alkoholiker und der hatte dann irgendwie, ich glaube, seine Skistiefel vergessen. Und der Hubschrauber war schon unten am Platz. Seitdem dürfen die ja nicht mehr laufen, wenn die einsteigen. Erst dann dürfen die Rotoren gestartet werden. Und der war am Heckruder drin. Ja, und der ist dann hinten rumgegangen. Ja. Da war auch der Peter Kramer noch dabei. Mhm. Und hat ihm das ganze Ding weggerissen. Der Heckruder. Und dann war er lange in Chur gelegen. Da habe ich ihn besucht in Chur, im Koma. Und hatte es ganz gut überstanden. Und dann irgendwann hat halt mit dem Alkohol so große Probleme bekommen, Leber und aber er war für mich wirklich, bin ja dann noch die Toy Obermoser Autos gefahren, mit Reinhold Jötz, da habe ich sogar einen Reinhold geschlagen. Diese Toy Obermoser hießen die. Diese Autos selbst gebaute. Ja, okay. Und damit habe ich in Mengen einen Rundenrekord aufgestellt. Danach war es ja nie mehr wieder gestartet worden. Und da habe ich den Reinhold geschlagen. Zu seiner Freude. Ja, genau. Also, hast du zu dem noch Kontakt? Den Reinhold sehe ich immer bei so einer Veranstaltung in Mannheim. Mhm. Das heißt die Kochschürze. Da bin ich Ehrenmitglied und dann sehe ich ihn wieder ab und zu. Okay. Aber wir freuen uns, wenn wir uns sehen. Und der Reinhold, der war schwieriger Mensch. Mit dem habe ich, glaube ich, in der Zeit, wo ich für ihn gefahren bin, nur 10 Sätze gesprochen. Echt? Ja, ja. Okay. Der war sehr introvertiert, also war nicht sehr gesprächig und das war eigentlich schade, aber jetzt ist er viel gesprächiger als damals. Ist er? Ja, ja. Er ist wirklich introvertiert und ich habe ihn nie erlebt, dass er mal so richtig, aber ich habe ihn jetzt mal ein paar Mal getroffen, da bei dieser Kochschürze. Da war ein bisschen gesprächiger, aber ich glaube, ich in der ganzen Zeit dann nicht so viel gesprochen, wie wir in Gefahren bin damals, wie jetzt bei der Kochschürze. Es ist nicht einfach, sagen. Muss aber der Hans hast du auch einen Hans Hermann, oder? Hans Hermann habe ich schon, ja. Ja, aber ich freue mich, dass du mich dazu zählst. Dass ich dich gefragt habe, freust du dich? Ja. Voll die, okay. Nee, du warst ja einer der Ersten, an dem ich rumgegraben habe. Ja, ich weiß. Ja, aber ich finde es trotzdem toll. Na, also bitte, du bist ja nun der... Ich bin ja eine gute Gesellschaft, oder? Ich hoffe, das ist ganz okay, ne? Und es ist halt auch so, weißt du, ich bin ja anders im Motorsport als in den anderen Situationen, wo ich dann die Familie vertreten muss. Ja, natürlich. Da kann ich natürlich nicht so mich geben oder aufführen wie beim Motorsport, weil da würde ich sofort die Familie alle Hände über den Kopf schlagen und sagen, um Gottes Willen, mit dem können wir ja gar nicht. Und da bin ich halt der Poldi, weißt du? Ja, aber ist doch toll, oder? Ja, und das macht mir so einen Spaß. Und es sind auch Dinge, die nicht nach außen geraten. Und wenn wir mal abends über die Stränge springen, dass das also nicht jetzt jeder zu hören bekommt. Mhm. Und das ist schon toll. Einmal müsst ihr eine Ausnahme machen, wenn dieses Dreierding ist mit Stritzel und mit Dieter Quester. Ja. Dann aber eins will ich sagen, bei den Zweien, die können austeilen und auch einstecken. Ja, das glaube ich. Weil jeder versucht es ja noch zu toppen. Gell? Ja. Also gerade mit Dieter oder mit dem Stritzel, da so eine Situation da, wo ich weiß nicht, in Hockenheim, da war ich im Hotel und dann komme ich zurück und da war, weil ich hatte so einen Auftritt da in Nähe von Mannheim, bei Heidelberg da irgendwo und dann komme ich zurück, war kein Bett mehr in meinem Zimmer gelegen. Es war alles weg, ausgeräumt. Kein Schrank, kein Bett, nur noch die Matratze. Und am nächsten Morgen muss ich früher aufstehen, habe ich gesagt, das ist eine Sauerei. Also wer wusste natürlich, dass der Stritzel, der war zwei Zimmer weiter wie ich. Und dann habe ich ziemlich schlecht geschlafen. Dann haben wir doch früher alle immer diese Frühstückskarten rausgehängt, weißt du, die so angestrichen worden ist, was man bestellt. Ja, okay, genau, okay. Aufs Zimmer. Ich sage, jetzt haue ich euch eine rein. Dann habe ich mit dem Stritzel seinen Frühstückszimmer-Bestellungszettel genommen. 13 Spiegeleier mit Schinken. 15 mal Rühreier mit kleingeschnittenen Schinken und Schnittlauch. 6 gekochte Eier, Aufschnitt Käse, Aufschnitt Schinken, so und so viel Brot und so viel Semmeln. Hat gekostet damals 500 Mark, dieses Frühstück. In der Früh, der Stritzel klopft bei ihm, gell? Ja, was ist los? Ja, Frühstück haben wir da.
drei Mann kamen da rein und haben ihm das Frühstückste serviert. Der wusste natürlich sofort, wer das war. Ja, und hat mich natürlich verdächtigt, was ja auch stimmte. Und seitdem hat keiner mehr so ein Ding rausgehängt. Da war auch mal in dem Hotel, haben wir auch mal in Waldorf, haben wir auch mal dem Kleriker Zoni seine Tür mit Bischsteinaufkleber zugeklebt. Da war er dann in der Früh war Training, Formel 1. Mhm. Und dann kommt der Kleriker Zoni raus aus seinem Zimmer. Ja, hier ist Kleriker Zoni. Ja, was ist Kleriker Zoni? Ha, ich komme aus meinem Zimmer nicht raus. So, dann sperren sie es doch auf. Da haben wir mal Dieter Köster sein Auto auf so eine Treppe raufgestellt, seinen privaten BMW. Also die Geschichten da, die wir da, also das Kempinski ist natürlich ein Klassiker geworden, ja. aber ich weiß noch, wie man jetzt gerade die Spargelzeit jetzt ist, haben wir in Schwetzingen, waren wir eingeladen zum Spargelessen und dann war die Chefin da, hat natürlich uns alle so erkannt, wer wir waren und Rennfahrer und war auch gerade ein Meisterschaftsverlauf. Oh ja, also ich fühle mich sehr geehrt, dass Sie heute bei mir zum Spargelessen kommen. Sag ja, gerne. Und dann haben wir gesagt, wir brauchen eine ganz große Platte. Wir waren so 10 Mann mit Spargeln. Mhm. Ja, das mache ich für Sie, die mache ich für Sie sofort. Und dann kam das so nach einer halben Stunde, kam die mit so einer riesen Platte, alles voll mit Spargel. Dann sagt der Striezelstuck zu der Chefin, sagt er, Chefin, können Sie mir mal ein Brotmesser oder ein Kuchenmesser bringen? Ja, wieso? Ja, ich bräuchte es mal. Ist er hingegangen, hat mit dem Kuchenmesser die ganzen Köpfe abgeschnitten und gesagt, den Rest können Sie wieder mitnehmen. Sympathisch, ja, also, ja. So wie man ihn kennt. Ne? Das. Ja, aber du, wir haben ja nur so sagen. Wir haben aber den Herbert von Karajan, den kanntest du doch wahrscheinlich, oder? Ja, klar kannte ich den. Also auch schon vor dem Knallerbsen. Ja, ich habe den ein paar Mal kennengelernt. Okay, ja. Ja, wir haben, ich weiß nicht, wir haben da wirklich, uns fiel da immer was ein. Am meisten hat der Günther Traub unter uns gelitten. Ja? Wo wir immer so Fitnesstraining gemacht haben in St. Moritz. Ja. Okay. Traub. Der hat, glaube ich, 3 Kreuzer irgendwann nach 2 Wochen, wenn wir wieder abgereist waren. Da hat auch der Dieter Köster mir irgendwas erzählt, wo sie das Auto komplett in Eis eingepackt haben und er das oben aufsägen musste. Ja, also der war mal, hat es ja bei der Outtake-Sheet erzählt. Mhm. Ja, der Dieter wohnte bei mir. Ich hatte jemanden, der hat so eine Wohnung gehabt, da haben wir gewohnt, nicht unten im Kulm oder wo. Und wir haben das Auto hingestellt, gell, dann sind die hingegangen, haben das Auto überschüttet mit heißem Wasser und haben dann es mit Klosettpapier eingewickelt. Komplett, aber haben sie, glaube ich, 5 Rollen Klosettpapier da und es war komplett zu. Ja. Und wir hatten ausgemacht, dass wir zum Fitnesstraining war die erste, bevor wir dann den Rundlauf um den See gemacht haben, haben wir gesagt, wenn einer zu spät kommt, pro Minute 5 Franken. Und der Dieter und ich sind da hingekommen, kommen runter und sehen plötzlich das Auto völlig eingeeist, weil da hat es ja mindestens 20 Grad minus da in der Nacht. Und haben dann aber das nicht richtig fertig gebaut. Wir hatten nur noch vielleicht 1,5 Minuten, um da runter an den Fitnessraum von den Eishockeyspielern zu gehen. Haben das oben auf ein Loch reingekratzt und der Dieter hat die Tür aufgemacht und ist dann so runtergefahren und dann hat es ein Polizist gesehen da und er hat sofort gepfiffen und hat gesagt, was ist da los? Er glaubt, ihr seid ja ganz verrückt, oder? Mit dem Auto so rumzufahren. Entweder steigen sie ein oder sie lassen das Auto jetzt stehen und erst dann, wenn es gewaschen ist, können sie weiterfahren. Nein, wir müssen ja gehen, weil wir haben ja jetzt ein Fitnesstraining. Das ist mir völlig egal. Die haben ja keinen Humor. Nee. Völlig egal. Haben wir, glaube ich, 5 Minuten zu spät gekommen. Waren schon mal 25 Franken haben wir zu zahlen gehabt. Aber das war immer eine irre Zeit. Da war der Gerhard Berger dabei. Der war auch, glaube ich, gut dabei, oder? Der Gerhard war auch gut dabei. Schlimmsten war die Lili Reisenbichler. Das war unser Opfer. Die Lili, die kam das erste Mal auch zum Fitnesstraining, war ja auch Werksfahrerin bei BMW und dann wurde ein Zimmer reserviert und dann hat sie ihren Freund dabei, den Roschi, dabei gehabt. Und dann haben wir das Papier vom Direktor genommen, haben draufgeschrieben, sehr geehrte Frau Reisenbichler, uns ist zu Ohren gekommen, dass Sie unerlaubt Ihren Freund mit dem Zimmer aufgenommen haben. Wir bitten Sie doch höflichst am nächsten Morgen Ihren Freund anzumelden. Der Hoteldirektor vom Kulm.
am nächsten Morgen kommt die, geht die Lilly runter und zieht den Zettel und sagt, ja, der Hotel Direktor ist mir wahnsinnig peinlich, aber ich muss Ihnen leider was mitteilen, was Sie vielleicht jetzt ziemlich verärgert hat, aber ich komme dafür auf, ist kein Problem. Ja, was meinen Sie denn? Ja, Sie haben doch geschrieben, wegen meinem Freund, den ich dabei hatte, hieß es irgendwie Roche oder so, mein Roche. Und ich melde natürlich selbstverständlich an und zahle auch dann schon für die Übernachtung. Du weißt ich gar nichts davon. Und dann, das Schlimmste war, das war wirklich gemein, also war echt gemein. Da waren wir noch einen Tag da übernachtet, am nächsten Morgen mal Koffer packen, gell. Und die Lilly hatte ihren Koffer schon halbwegs fertig gepackt, haben wir drei tote Forellen da reingelegt in ihren Koffer. Und die musste ja mit dem Zug nach Worms fahren, gell. Das konnte sie alles wegschmeißen, die ganzen Klamotten. Einfach sympathisch. Das war uns alles so einfach, oder? Wir haben mal auf so einem, waren mal beim Mittagessen und dann haben die, das waren so junge da mit Jet-Set-Anzügen, weißt du, das war damals die große Mode in St. Moritz. Jeder, der was von sich hält, der musste Jet-Set-Anzüge anziehen. Okay. Und da waren zwei so Damen neben uns mit Jet-Set-Anzügen. Und wir haben bestellt Würstel mit Senf in der Tube, gell? Und da war, weiß nicht, wer das war, aber jedenfalls haben wir die Tube, das Strich, die haben die präpariert, die haben die zugedreht auf ganz großen Widerstand, also richtig, also fest zugedreht. Und dann geht da hin, macht die Tube auf, und dann spritzt der ganze Senf rüber zu den Beinen mit dem Jetpack-Anzug. Der war voll von oben mit dem Senf voll gesprüht. Und da war noch eine Geschichte, aber die haben dann, hör ich auf. Da war der Harald Groß, hat ja so einen Suzuki Swift, gell? Okay. Und wir haben immer gesagt, wer zu spät kommt, muss einen Franken zahlen, also 5 Franken pro Minute. Und dann ist er, wir sind immer gekommen, da war gegenüber eine Fabrik und wir mit, also die Rennwerksfahrer mit irgendeinem BMW, es war immer so, war immer eine große Show. Das war ja, die salzen ja nicht, gell, oder sprühen Sand und so. War eine Eisplatte. Wir immer einkommen, Handbremse gezogen, einmal gedreht und rückwärts in die Parklücke rein. Das haben wir so wirklich 3 Tage lang bis abwechselnd genau da reingefahren. Und der arme Günther Traub war schon völlig entsetzt und die haben draußen immer applaudiert und so weiter. Und ein schönes Tal war in Kamangia dort gestanden, frisch restauriert. Harald war zu spät dran, kam auch wieder, Handbremse gezogen, voll in den Kamangia mit seinem Swift rein. Genau an der, wo es am meisten wehtut. Da kam ein Schweizer da oben runter. Er sicher, ich habe euch die ganze Zeit beobachtet, da ist eine Sauerei. Mein Auto ganz frisch restauriert, komplett wieder kaputt. Und dann muss der arme Günther Traub antreten. Doch. Den hat er so zur Schnecke gemacht. Wir haben immer viel Spaß gehabt, auch mit dem Harald, der auf Skiern. Kannst du den Harald dir auf Skiern vorstellen? Nee, das kann ich tatsächlich also, nicht. Bewegungstalent ist er nicht. Motor in der Hüfte? Ist er doch in der Hüfte, ist er bestimmt ganz elastisch. Naja, aber der hat so einen komischen Stil, der konnte nicht gleiten oder irgendwie. Das war ja auch, wo wir dann das Marathon gelaufen sind. Da war ja so, dass wir einmal Marathon gelaufen sind, die ganze Strecke. Und dann hatten wir am Abend vorher haben wir unsere Skier alle gewechselt, gell? Mhm. Immer schön. Und der Dieter war immer professionell mit von Völkle den Skianzug angezogen und Skier alles, Alpina-Brillen, alles umsonst, immer wie aus dem Ei gebellt. War auch wirklich gut im Skilaufen mit seinen O-Beinen damals noch. Und dann haben wir abends unsere Skier gewechselt, gell? Und dann mit so einem Korken abgezogen und dann in die Kühlkammer gestellt. Und da waren wir schon alle, die anderen waren alle schon weg, dass der Stritz und ich hingegangen, haben den Ski vom Dieter Köster rausgeholt, haben den mit Honig vollgeschmiert, die Lauffläche vom Langlaufski. Am nächsten Morgen der Dieter, Servus Jungs, hat der gut geschlafen? Ja, haben wir. Ja, also geht's los, gell? Jetzt werden wir hingehen und werden unseren Marathon laufen. Er nimmt seine Skier, stellt es in die Bahn rein, macht so, was ist da los? Sein Thermometer, Temperatur stimmt, was ist los? Günther Traub sagt, also, jetzt geht's los. 3, 2, 1, 0, los.
Der Dieter konnte nicht gleiten, gell, weil er natürlich nur gepickt hat auf dem Eis. Und dem lief nach 2 Kilometern so die Soße hier runter. Wir waren immer schön dabei. Und Dieter, geht's gut? Erz mal auf, ihr habt eine Sauerei, was ihr da mit mir gemacht habt. Dann ist er so immer den Berg, kann man ganz gut rauf, weil er Grip hatte, gell. Aber beim Runterfahren, dann musste er immer nachschieben, weil er nicht runterkam. Es hat ungefähr so eine Stunde gedauert, bis der Honig runter war. Dann haben wir gesagt, hat er sich so drüber geärgert. Hat er sich revanchiert, aber ich war das, gell. Ich war immer derjenige, der es war. Dabei waren es nicht nur ich allein, sondern die anderen auch. Dann haben wir abends immer in einem Spannungsbad, okay, mit dem Wasser von der Gegend. Mhm. Und da war ich halt, da haben wir uns immer reingelegt und dann haben die immer so diese wahnsinnig spannende Musik, also bang und doing, also Entspannungsding, und ich lieg da so drin und höre immer so bang, dong, bing, und denke mir, was ist denn da los? Und auf einmal höre ich so ein Plätschern, gell? Stand der liebe Dieter vor mir und hat da reinbisselt, gell? Meine Farbe war. Ach Gott, ich könnte stundenlang davon erzählen. Wie war es, Rennen zu fahren bei Walti Boon? Ja, war toll. Also 84 ging es los. Ja, glaub 84, glaube ich, ja, 84. Ja. Ging es los? Ja, war toll. Also mit dem M1. Walti, mit dem M1, dann mit dem 956. Das ist ja tatsächlich nochmal ein Riesensprung gewesen, boah, für dich, oder? Also das war ein tolles Auto, der 956. Und ich fuhr auch dann nochmal 962, aber da ist mir einer reingefahren. Aber der 956, das für mich war ein größtes Erlebnis Le Mans. Hm. Ich meine, weißt du, damals, das war 380, auf wir da runtergebrettert sind, die gerade. Der Kegi hat immer gesagt, spinnst du? Das ist viel zu gefährlich, viel zu über deine Verhältnisse zu Kegi schnell. Kegi Rosberg hatte ich dann, ja. Und dann habe ich gesagt, Kegi, das werde ich schon selber noch entscheiden können. Aber es war schon unglaublich. Weißt du, du hast da natürlich da, dieser Porsche hat auch ein sensationelles Fahrwerk gehabt und er hat auch, technisch war der einfach immer top. Da hast du nie auf die Armaturen alle halbe Stunde mal drauf geschaut, ob die Temperaturen stimmen. Aber das Auto war einfach, auch von der Optik her, einfach ein tolles Auto. Ja, und ich finde den 956er und dann mit Walti, der immer Top-Autos hingestellt hat, war das natürlich für mich ein großes Moment, da mal die Höchstgeschwindigkeit meines Lebens zu fahren. 380 bin ich mit keinem anderen Auto gefahren. Und dann mit dem 956er und dann die Situation zu erleben, dass du dann nachts dann diese Geschwindigkeiten nicht so richtig fahren konntest, weil du einfach nachts einfach langsamer fährst. Mhm. Ja, es war dann einfach diese Ground-Effekt, das musste erstmal auf der Zunge zergehen. Je schneller du fuhrst, umso mehr das ist nach unten gezogen, nach unten gesaugt. Aber mehr du gehst vom Gas runter, dann geht der aus dem Ground-Effekt raus und fliegst ab, weil er keine Stabilität mehr hat. Und das alles mit zu verarbeiten war für mich ganz schön schwierig. Und der Bob Atkins, mit dem wir zusammengefahren sind, und ich weiß auch, ich habe damals die ersten G-Forces erlebt, die wirklich bei 6, 7 waren. Und ich habe immer gedacht, in dem S da hinten, bevor die Musan kam, war auf den Körper unheimlich Last war das. Und da hast du extra Training gemacht mit so Expander, damit deine Muskulatur. Ich hatte mal interessanterweise damals 43 Kragengröße. Jetzt habe ich noch 39. So haben wir die Muskulatur des Nackens, weil du kannst sofort sehen, ob einer fit ist oder nicht fit ist, wenn er in Kurven den Kopf nicht mehr gerade halten kann. Ja. Und der Bob Atkins war einiges älter als wir. Und der Walti und ich haben eigentlich zusammengeknüppelt und es war einfach im Regen, wenn du überlegst, du fährst da runter mit 380, wo dann im vierten Gang noch das Rad durchdreht. Ja. Also da musst du wirklich das Hirn abschalten, so ungefähr. Und ja. Ich war im Regen ja immer sauschnell, weil ich das eben gewohnt war mit dem Popometer, aber es war natürlich im Regen lebensgefährlich. Weil, also da durfte nichts passieren, dann bist du halt abgeflogen. Und da sind auch viele Fahrzeuge verunglückt und Gott sei Dank manchmal ganz glimpflich, aber manchmal sind auch Tote gewesen. Aber es war für mich ein Unvergessen. Ich habe dann so Statistiker, ich habe getrunken 12 Liter Wasser
und habe 5 Kilo abgenommen. Also ich bin ja zu dritt immer gefahren, also nur 8 Stunden bin ich gefahren, nur in Anführungsstrichen. Und die ganze Nacht habe ich mit dem Walti durchgeknüppelt und dann kam eben dieses, wir waren dann wirklich immer auf Podiumskurs, kamen schon die Werke zu uns rüber, brauchte noch Ersatzteile, die wussten, dass wir Konkurrenten sind und wir da vorne mitfahren können. Und dann haben wir von denen, wo wir unterstützt, die kamen immer zu uns, braucht ihr noch was, können wir euch noch helfen? Also wir waren richtig anerkannt als Privatteam. Walti war ja eh ein Phänomen für mich. Also der war ja, der hat immer eine Flasche vorher Bier getrunken, bevor er gestartet ist. Also wie war's? Ja, bin ich ein bisschen beruhigter. Walti war ein wirklich toller Kamerad, ein ehrlicher Mensch, der alle seine Verträge eingehalten hat, wo du nie hast nachgefragt, du Walti, die Kosten sind noch nicht gedeckt und so. Das war bei ihm kein Thema. Und Walti war ein echter, richtiger Freund und Teamchef, der halt wirklich uns auf Händen getragen hat, weil er einfach wusste, was er für Leute da hat. Und ich habe mich gefreut, dass ich dazugezählt habe. Und deswegen hatte ich dann auch den 3. Platz bei ihm auf dem Auto mit dem Bob Atkins. Ich brachte natürlich Warsteiner mit. Das war natürlich die Voraussetzung von Warsteiner, dass ich da mitfahre auf dem Auto. Aber das erste Mal, weißt du, und das ist ja so ein Auto, aber ich habe mich so, wie so bei dem Formel 1 auch, ich habe mich sofort mit dem Auto wohlgefühlt. Ich habe gewusst, das Auto ist sicher und hat auch die ganzen Voraussetzungen, um mit dem Auto zu siegen, mit Walti, seinem Team. Und wir haben ja dann einen eigenen Masseur gehabt. Wir wurden dann immer nach 1,5 Stunden Fahrt natürlich am Macken massiert und am Körper, damit wir wieder fit waren. Es war immer so, es fuhren vor einer und dann war der Zweite gewesen, der musste schon Standby waren. Sein oder Dritter hat geschlafen. Okay. Und es war nachts natürlich anders. Da war da Bob Atkins eben durch seine Augen. Er hat es schlecht gesehen in der Nacht, haben wir alles durchgeknüppelt. Da war halt, ich weiß, ich habe dann am Doppelturn dem Walti das Auto übergeben und die haben dann neue Bremsen, neue Reifen montiert. Und da hat der Walti, glaube ich, ein bisschen übertrieben und ist an der Porsche-Kurve rausgeflogen. An zweiter Stelle insgesamt. Wir haben ihn wieder zum Fahren gebracht. Aber dadurch, dass man nicht mehr 380 fahren konnte, gerade 300, da ist das Auto schon instabil gewesen. Ach, der ist so kaputt gegangen, die Karosse, ja, wo der Ground-Effekt... Hat ganz alles aufgerissen, die Seite. Okay. Und dann haben wir nur noch diese Geschwindigkeit fahren können und sind sukzessiv immer mehr zu den Viertplatzierten gekommen und haben gehofft, dass wir wenigstens den 3. Platz noch halten. Wir waren ja Zweiter. Und dann die letzte halbe Stunde ist der 4. überholt, dann sind wir nur 4. geworden insgesamt. Es war wahnsinnig enttäuschend, aber ich sag dir, das war ein Erlebnis da, nachts diese ganzen Riesenräder und Schießbuden und da war ein Markt, wo die Leute halt nebenher noch und oben flogen Zeppelin, da waren immer die Platzierungen drauf, an welcher Stelle man war und du konntest auch in den ganzen Shops die Modellautos schon kaufen und ich weiß noch, ich hatte da so ein Team Fans von mir, die sind überall mitgereist, wo ich gefahren bin. Es waren so 6 Leute und da war auf der Unotier war ein Restaurant. So bei, da hast du so 320 drauf gehabt. Und dann haben die gesagt, ah Mensch, es wäre doch toll, wenn du mal an dem Restaurant ganz nah vorbeifahren könntest, da bitte uns mal miterleben, diese Hochgeschwindigkeiten. Und da war nur eine Leitplanke und dann kam das Restaurant. Also die waren ungefähr so 3-4 Meter weg von der Rennstrecke. Und ich erinnerte mich daran und bin dann daran vorbeigefahren mit 320, 330. Und die kamen dann nachher zu mir, es war im Training, kam und sagte, das haben wir sowas überhaupt noch nie erlebt. Sag, wieso? Du hast gemerkt, wie du die Bugwelle vor dir her schobst und dann kam was vorbei. Und er hat gesagt, ehrlich, ihm ist das Cordon Bleu aus dem Mund gefallen, wie ich da vorbeigefahren bin. Es sind einfach so, weißt du, Leute, die sich dann, wo du dich dann erinnerst, während des Trainings, ich habe doch denen versprochen, dass ich da vorbeifahre. Da muss man das auch einhalten. Erinnere ich mich an das. Und dann bin ich da vorbeigefahren und habe mir gedacht, also muss für die ein besonderes Erlebnis sein. Aber jedenfalls, es war natürlich traurig, aber es war ein tolles Erlebnis mit so einem Auto, mit so einem perfekten Fahrzeug, mit dem Team und mit den Mechanikern waren wir wirklich, wir hätten es gewinnen können. Muss ich mir vorstellen.
wegen so einem kleinen Fehler. Aber ja, das ist ja manchmal so, ne? Es ist so ein Mensch, der, wer hat das immer gesagt, der Rauno Alton. Menschen sind dazu da, dass sie Fehler machen. Das sagt Rauno. Rauno, ja. Der Professor. Ja, der Professor. Und das ist halt einfach so. Man ist nicht kein Roboter. Nee, absolut. Man ist ein Mensch und man muss auch, ich meine, es wird jetzt eh eine irre Zeit angehen mit der künstlichen Intelligenz. Ich bin mal gespannt, ob sich das irgendwie durchsetzt, weil das ist ja nicht ganz ungefährlich. Das ist ein anderes Thema, aber wie gesagt, Motorsport ist schon was Tolles. Ja, und das war eigentlich eine tolle Zeit von den Autos, finde ich. Schlägt da mein Herz noch am höchsten. Da bist du 6,35 gefahren, M1 und 96 Porsche 956. Was für eine Formel geile Zeit. Formel 1. Ja, diese Formel 1 Ferrari. Sag mal, als du Formel Super V gefahren bist und danach ja auch Formel 3 und so, ne? Wieso ist es keine Formelkarriere geworden? Du, ganz einfach zu erklären, die Autos waren damals von der Technik her noch nicht so weit, dass, ich habe ja anfangs gesagt, ich hätte gerne die technische Know-how jetzt in den damaligen Autos drin gehabt, da wären viel weniger Leute verstorben. Ich habe einfach durch die Verantwortung, die ich habe, die Formel 1 nicht angenommen. Mhm. Ich hatte ja ein Angebot vom Günther Schmidt, Formel 2 zu fahren, neben dem Freddy Kotolinski. Aber ich habe mir das lange überlegt, meiner Frau darüber gesprochen und habe gesagt, also bitte tu mir einen Gefallen, mach das nicht. Weil da musste natürlich schon nochmal ganz anders sich vorbereiten. Aber es hat mich eben doch, bin ich Formel 1 gefahren und das habe ich also als so tolle Erinnerung und so ein tolles Erlebnis. Und ja, sind so Highlights in deiner Motorsportkarriere, wo du solche Dinge erlebt hast und die möchte ich auch nicht missen. Und wenn du mich ganz ehrlich fragst, wenn ich jetzt wieder die Chance hätte, sowas zu machen, will ich es genauso wieder machen. Kein Angebot anders annehmen oder irgendwas ausschlagen? Oder? Nee, weil ich war immer ein treuer Mensch, der wusste, welche Reise ich antreten werde. Und ich immer dem Unternehmen BMW sehr dankbar bin, weil ich einfach A, das selber erarbeitet habe, das, wo ich jetzt bin, und B, für mich einfach, wie wir das anfangs schon gesagt haben, die beste Identifikation für mich war, dort zu fahren und heute noch einen Vertrag zu haben mit BMW. Das haben wenige. Ja. Es gibt einige, die sind fahrenflüchtig geworden, die werden kaum noch einen Fuß in die Tür bekommen. Mhm. Und bei mir wissen sie, dass ich hatte mal ein Angebot von Ford und das habe ich dann abgelehnt. Und weil ich einfach mir die Nacht drüber geschlafen habe und habe nie so schnell Entscheidungen getroffen, ob ich das mache, und habe mit meiner Frau auch viel drüber geredet und habe einfach immer, Gott sei Dank, meistens immer den richtigen Weg genommen, um das zu machen. War das vor damals, also zur DTM-Zeit, oder? Wolfgang Reitzle. Ach, als er zu Ford gegangen ist. Ja. Ah, okay, alles klar. Der wollte mich haben. Für Aston Martin. Ja. Oder so. Aber ich habe mir halt überlegt, es war ein wahnsinnig wirklich sehr, sehr gutes Angebot. Aber ich sage ja, Geld ist nicht alles. Und ich hätte mich da bestimmt nicht wohlgefühlt, weil er später dann auch nicht mehr bei Nasser war. Das und im Endeffekt. Und dann wäre ich zurückgekommen zu BMW und gesagt, hallo, hier bin ich wieder. Naja, nee, das kann man nicht machen. Früher überlegen. Also deswegen habe ich da war, das stimmt schon. Weil ich den Wolfgang Reitzle sehr schätze und mit dem auch wirklich sehr viel zu verdanken habe, dass ich Werksfahrer wurde. Und Markenbotschafter und ich habe das ihm dann mitgeteilt und weiß nicht, ob er es wirklich eingesehen hat. Aber ich glaube schon, oder? Ja. Ich glaube, wirklich hat er das gewusst, aber natürlich hätte er dich wahrscheinlich gerne gehabt. Ja, weil wir hatten wirklich ein sehr, sehr freundschaftliches Verhältnis, aber ich hoffe, dass er das verstanden hat, dass für mich da keine Identifikation da ist, wenn ich Leute treffe und bei Ford sage, Ford ist auch ein tolles Auto, das nimmt mir doch keiner ab. Mhm. Ich bin so ein 120-prozentiger BMWler, weil ich meine, bayerische Motorenwerke mit einem bayerischen Prinzen als Markenbotschafter. Ja, das kann man nicht ändern. Ich krieg's immer wieder bestätigt, dass sie sagen, ob Schöberl oder auch andere Leute sagen, Prinz Leopold, sie sind unser bester Markenbotschafter, oder Kuhnheim. Mhm. Das sind alles Leute, die das bestätigt haben, und ich fühle mich da unheimlich wohl, und ich finde einfach,
Es ist so ein tolles Unternehmen, BMW, und ich hoffe, dass ich noch lange dieses Amt innehaben werden kann. Wenn ich geistig noch weiterhin so fit bin wie jetzt, dann macht es viel Spaß und gibt es noch schöne Jahre, da ich da mitzumachen. Ich gehe davon aus, du bist eigentlich sowas ein bisschen wie Walter Röll für Porsche. Ja. Oder? Also ich meine, da, wenn der jetzt zu Ferrari ginge, würde es ihm auch keiner glauben. Ja, der Walter Röll ist auch so ein toller Typ. Ja. Ich bin ja auch mit dem Walter und Christian, auch schätze ich auch sehr die beiden, und auch diese Nachhaltigkeit-Thema ist ja auch sowas, wo ich mit unterstütze. Wo ihr wahrscheinlich auch einer Meinung seid, oder? Nachhaltigkeit, ja, absolut. Ist schwierig, aber es gibt auch andere technologische Antriebe, die den CO2-Ausstoß auf Zero bringen und den Feinstaub. Und da haben wir eben das Auto für unseren Club gekauft. Das heißt Royal Bobsled Automobilclub, und haben mit dem Axel Watter diesen 3 Liter gekauft und demonstrieren, dass man mit anderen Antrieben auch den CO2-Ausstoß und den Feinstaub vermindern können, und die Reise geht sicherlich hin zu E-Fuel. Ihr mischt aber bei euch so Bioethanol bei, glaube ich, oder? Bei wem? Bei eurem Auto mischt ihr 20% Bioethanol bei. Ja, Ethanol, ja, aber wir haben dieses E20 da. Ja, ganz egal, jedes Prozent. E-Fuel ist auch, ich meine, wenn man es mal überlegt, ich meine, sicherlich ist das auch diese Elektromobilität eine Frage, die irgendwann mal vielleicht interessanter wird, aber momentan, wo soll der ganze Strom herkommen, was die Entsorgung von den Batterien, dann wenn die Dinger brennen, die Reichweite, also das sind alles so Riesenthemen. Ich finde, dass man, die Regierung hat da natürlich schon dazu, die Grünen auch noch versucht, dieses weiter zu fortsetzen. Die haben jetzt, glaube ich, 1 Million Elektroautos verkauft in Deutschland. Aber wir haben ja mittlerweile nur noch erst 50.000 Ladesäulen. Und in 2030 soll es 1 Million sein. Und wo holen wir den ganzen Strom her? Den ganzen Strom her. Und den ganzen Platz, um die Autos zu haben. Geh mal nach Afrika. Elektromobilität, ist ganz vergessen. Geh nach Portugal, in Lissabon. Wenn du da so eine Starkstromanlage hinstellst, dann wird ganz Lissabon dunkel. Weil auch die ganze Verkabelung, das sind alles Dinge, die vielleicht noch in der Zukunft vielleicht was werden könnte. Aber man muss halt auch zeigen, dass es einen anderen Antrieb gibt. Und da denke ich, dass E-Fuel, ich meine, es steht unter Wasserstoff und CO2. Und ich glaube schon, dass das auch eine Zukunft hat. Bin das davon überzeugt, weil wir das getestet haben und wir haben bewiesen, dass wer kauft denn in die alten Autos Elektromotoren rein? Baut die rein? Ja, kein Mensch. Das ist ein sehr spezielles Thema, glaube ich dann. Absolut. Also das ist so ein Nischen-Ding. Aber es ist auch so eine Geschichte, die mich auch ein bisschen beschäftigt. Ein bisschen mehr und weniger, mit der ich da auch mit unserem Auto auftrete. Da steht ja oben drüber Deck Open. Ja. Und viele sind unserer Meinung, und das finde ich auch ganz gut, wenn du mit den Leuten so redest, dann muss man halt mal schauen, dass die auch mal sagen, dass es was anderes gibt. Und da wollen wir also quasi dort mithelfen, dass man mehr über E-Fuel erfährt und die Zusammensetzung, weil viele meinen, E-Fuel ist Elektrofüllung, wenn du es übersetzt. Und ich habe mit einem vor kurzem drüber gesprochen, dass sie gesagt haben, ja, E-Fuel fahre ich schon seit vielen Jahren, sei wieso? Ja, ich fahre Elektroauto, Füllung. Also wirklich, das denken auch noch Leute. Ja, das ist auch irgendwie, mal schauen. Vielleicht finden wir noch einen anderen Namen dafür. Aber das ist ja oft so, wenn ein Name politisch verbrannt ist, dann nennt man das Kind einfach um und dann wird es nochmal auf den Markt geworfen. Ja, und da ist Walter Röhrl auch der Meinung, wenn du ihn fragst, was halten Sie von E-Mobilität, sagt er, die nächste Frage bitte. Ja, habe ich noch gar nicht von ihm gehört, echt? Ja. Ich kenne ein Interview von ihm, wo er sagt, die nächste Frage bitte. Du, wir haben noch 2 Themen und dann bist du schon fast erlöst. Ja. DTM und SDW. Das ist so, glaube ich, noch große tolle Station und fantastische Zeiten einfach, weil einfach die Autos und das ganze Umfeld toll waren, oder? Ja. Also gerade DTM, wo du angefangen hast, 88. Ja. Also DTM war eine tolle Idee. Die Idee war eigentlich der Nicht-Profis, der Amateure, eine Serie auf die Beine zu stellen, wo der Zuschauer mit sich identifizieren kann.
Und das fand ich eigentlich toll, weil jeder kann sagen, guck mal, so ein Auto habe ich auch in meiner Garage stehen. Und schau mal, wie die mit den Autos fahren. Und es gibt ja 6 oder 7 verschiedene Sorten, die damals mitgefahren sind. Und es war ein Hype. Das war die Leute, 120.000 Besucher haben geschrien und haben Fahnen hochgehalten. Und das war auch zahlbar. Und es war auch für den Otto Normalverbraucher verständlich. Mit diesen Autos sind wir angetreten. Und irgendwann hat die Industrie gesagt, Mensch, ist eine tolle Serie, da müssen wir auch mitmachen. Und damit war eigentlich die Serie kaputt. Ich weiß von Freunden, die gefahren sind, Rennen mit dem Sponsor, der immer vorne mitgefahren ist. Und dann kamen die Werke und haben die Dinger noch weiterentwickelt. Und dann konnten die Privatiers natürlich finanziell nicht mithalten. Da sagt der Sponsor zu ihm, du, es tut mir leid, nächstes Jahr kann ich die nicht mehr sponsern, weil ich sehe die nicht mehr. Hm. Du tippelst da rum um 8., 9. Platz und sehe nicht mehr. Das ist mit Absicht gedreht im Rennen, damit der Sponsor sieht, er ist mal wieder drauf. Und das fand ich einfach schade. Aber die Industrie hat halt einfach gesagt, das ist eine tolle Plattform, da müssen wir mit drauf. Und damit war eigentlich die Privatiers raus. Hm. Und ich habe das ja alles von Anfang an miterlebt. Und das war einfach eine durchdachte Publicity, die derartig gut in der Öffentlichkeit vermarktet werden konnte mit diesen Autos, weil sie einfach, jetzt sind ja nur noch Silhouetten und da ist irgendwas drunter. Aber damals der M3 auch, ja, ne? Das ist natürlich auch so und, ein Knaller und diese der Sound. Ja. Ich konnte die im Dunkeln am Nürburgring am 24-Stunden-Rennen sofort sagen, ob da ein M3 kommt. Mit diesem harten Geräusch, oder? Dieses, sofort wusste ich BMW. Ja. Und das waren einfach Autos, die jeder, eben wie gesagt, wie anfangs, jeder sich damit identifizieren konnte und hatte einen Riesenspaß. Und das war auch irgendwo für die Zuschauer noch die Nahbarkeit der Rennfahrer, der Idole. Ja, das, das und jetzt zahlst du für ein Wochenende, ich weiß nicht, für 2 Personen 600 €, 700 €, wer kann das sich noch leisten? Und kommst an deine Heroes nicht ran. Ja. Und die DTM war eigentlich die deutsche Tourenwagenmeisterschaft. Mhm. Und da haben wir, wer da alles mitgefahren ist und was für tolle Leute und was für tolle Teams und was für tolle Autos, von Rover über Opel, über Ford, über BMW, über Alfa Romeo. Ja, Alfa, stimmt. Alle mitgefahren und wir konnten uns irgendwo auch messen und sagen, hier, da sind wir schneller oder da sind wir besser und da haben wir mehr Arbeit gehabt. Aber dann wurde es halt, kam die Änderung mit den Werken, die dann mitgemacht haben. Und dann war es natürlich für die Privatiers kaum noch zahlbar. Mhm. Du warst über viele Jahre ISAT-treu. Ich war ISAT-treu, weil einfach ISAT war wie meine Familie im Rennsport. ISAT, ich habe mich mit dem Wolfi und mit dem Heinz und mit der Edeltraut, habe mich so gut verstanden. Es war wie eine Familie und die haben auch toll, man ging immer zu ISAT, weißt du, weil ISAT hat immer abends eine tolle fränkische Brotzeit gemacht mit einem schönen Bier dazu. Da gab es immer ein tolles Buffet. Die sind alle gekommen, die ganze Presse, die ganzen Fotografen waren alle bei uns, weil wir ein so sympathisches Team waren und mit auch erfolgreiches Team. Ja. Mein Christian Menzel ist ja auch gefahren für ISAT. In der STW bist du ja mit ihm gefahren. Ja, und ich habe ihn ja auch reingebracht in diese Serie. Ja. Also ich meine, er war ja mein Knappe. Gell? Ich habe immer gesagt, du bist mein Knappe. Und das war einfach, für mich war ISAT mit Werksunterstützung toll. Einfach toll. Ich habe halt dann die Sponsoren gebracht. Jägermeister gesponsert. Ne? Ja, und Signal Iduna. Signal Iduna war noch die M3-Zeit und R320. Was sie da damals gezahlt haben, ist der Wahnsinn. Ja. Hat keiner geglaubt. Aber der, oder dann halt dieses Taipan, gell? Das war ja auch ein schwieriges Kapitel. Taipan? Ja, das war der die Macht in Händen hält. Das war einer, der das gesponsert hat bei ISAT und mir war der nicht ganz koscher, aber ich sag, Heinz, tu gleich mal von dem abkassieren. Und da ist er dann ins Gefängnis gelandet. Das war ja ein ganz schlimmer Moment. Ja, tolle Lackierung. Der Taipan heißt ja, der die Macht in Händen hält. Und ich habe den kennengelernt und fand den eigentlich sehr sympathisch, aber der hat natürlich ein Loch aufgemacht, das andere zugemacht, das andere gestopft und das hat dann nicht mehr funktioniert und Gott sei Dank hat er eins sein Geld bekommen. Okay. Aber der DTM, das war einfach auch die ganzen Typen. Ich meine, das ist unglaublich. Und die sind alle tolle Rennfahrer gewesen. Und wir waren auch eine richtige Familie, aber wir haben uns alle akzeptiert und alle
geschätzt und alle Dinge, die wir so das Trio Infernale gemacht haben, zum Teil Verständnis gehabt dafür und Spaß gehabt und aber die Ernsthaftigkeit war auch da. Wir wussten, wenn man dann das Rennen gefahren ist, dass es eben um was anderes ging, um den Erfolg und um das Resultat. Und das ISA-Team war einfach, der Auftritt war immer sauber, weil es war immer, die Edeltraut immer geschaut, dass es alles schön dasteht und das Team und sauber und auch für die Gäste, das war immer, wir haben dann die Signalgäste, die kamen rein, die haben dann fränkische Wurst gegessen mit dem Bier und haben halt einmal sich wohlgefühlt und es war wie eine große Familie und ab und zu telefoniere ich mit Wolfi natürlich noch, der war ja bei meinen 60 Jahren dabei, Wolfi mit seiner Frau und Heinz und Edeltraut habe ich schon länger nicht mehr gesehen, aber das war eine tolle Zeit mit diesem Team und war lange dabei und habe immer wieder die Sponsoren, Gott sei Dank, gekriegt, die damit draufgegangen sind, haben es auch nicht bereut. Und du hast natürlich auch schillernde Leute noch als Gäste gebraten. Karl Gustav bist du mal, oder ja, Fritz Weber oder deine Freunde. Ne? Und dann haben wir doch diesen Auftritt, wo wir dann die Jägermeister hatten. Die Hörner mit dem Eckeschimpf zusammen, ja. Die Hörner auf dem BMW hat dann der Isat den Hirschkopf draufgeschraubt. Und das, also. Aber das Schöne war, das war gemischt mit Spaß und Freude und auch mit Erfolg. Ja. Wobei die letzten zwei Jahre, die SDW, das war jetzt so medium erfolgreich noch. Aber das war ja auch schon für dich die Zielgerade. Ja, das war die Zielgerade, stimmt. Dein letztes Rennen war dann 1998 am Nürburgring. Genau. Ja. Und es waren ja immer geteilte Rennen bei der SDW. Erst 50 Kilometer Sprint und dann nochmal 100 Kilometer Rennen. Genau. Und nach dem 50 Kilometer Rennen habt ihr abends gefeiert und das 100 Kilometer Rennen, dein letztes Rennen, ist dann in der Leitplanke geendet, oder? Ja, genau, wollte ich gerade sagen. Ich glaube, da war der Menzler auch nicht ganz unschuldig da. Was hat er dir? Ein Bier ins Glas gekippt, oder was? Nee, wie ich in die Leitplanke gefahren bin, dass ich dann mir da die... Ah, ernsthaft? Ja, ich glaube, einer war der Menzler, einer, der mich dann berührt hat. Aber ach, guck an. Dann werde ich nochmal zu interviewen. Ja, es war einfach, dann weiß ich noch, dann war der Kupferschmidt da und dann war ich meine letzte Runde in dem alten 328er Millimedia gefahren. Habe ich ein Foto davon. Okay. Okay. Also am Ende, wo ich dann verkündet habe, dass ich aufhöre mit den modernen Autos, dann habe ich dann bin dann in die Oldtimer-Szene gelandet. Und dann habe ich länger Zeit mit BMW die Teaser gefahren und auch mit dem Rauno Alton. Und ich war schneller als Rauno Alton. Also, weiß nicht, wie schaffst du, dass du schneller bist wie ich? Sei du Rauner, ich bin nicht auf der Rallye-Strecke, ich bin auf der Rundstrecke. Ach so, sagt er. Das heißt, ja, du musst immer die Geschwindigkeit aus der Kurve mitnehmen, nicht querstellen, das Auto. Ich probiere. Und da war Rauner und ich haben ja Rennen auch zusammen gewonnen. Das war Silverstone, was wir gegen die Alphas gewonnen haben. Da fuhr auch die Harness damit. Und der Rauno war, ich habe immer der die schnellste Zeit gefahren, hat den Start gefahren. Aber der Rauno war einfach auch einer, der nichts kaputt gemacht hat. Und bin mit Danny Halm zusammengefahren und die Teaser-Zeit war eine tolle Zeit. So ein Teaser zu fahren war schon toll. Und laut wie bis dort hinaus und wir waren sehr erfolgreich gegen die Alphas. Also die haben wir richtig in die Schranken gewiesen und waren oft da oben am Treppchen gestanden. Aber im Rauno halt, das sind so schöne Erinnerungen. Aber ja, und dann habe ich mich ganz in die Oldtimer-Szene hineinversetzt und habe dann dort mein Glück gesucht und finde, macht so viel Spaß, so alte Autos zu fahren, die früher modern waren. Und da kommt so ein Feedback, Mensch, da sitzt jetzt in deinem SDW-Auto mit Jägermeister oder mit dem Signalauto DTM. Und du fährst ein Originalauto. Das ist einfach ein tolles Erlebnis. Das Schöne an der ganzen Geschichte ist, du musst nichts mehr beweisen. Du musst Spaß haben. Manche verkennen das halt. Manche kriegen dann den falschen Ehrgeiz, holen sie raus und sagen, nee, dann muss ich doch zeigen, wer da der Chef ist auf der Strecke und geht dann einmal schief. Aber ich habe immer gesagt, Jungs, ich habe so viel erlebt in meinem Leben. Ich habe viel bewiesen und ich muss jetzt nichts mehr beweisen. Ich möchte einfach Spaß haben und das Auto bewegen und das waren so meine Einstellungen auch.
Ist wahrscheinlich auch richtig jetzt. Ne? Ja, und man weiß trotzdem, absolut, wer da drin sitzt und dass ihr das. Aber stell dir vor, wenn, ich meine, ist ja alles heute so schwierig, so einen Block zu kriegen von einem M330 ist wahnsinnig teuer, schwer zu kriegen. Und man muss auch wissen, wenn man das Auto durch irgendwie einen blöden Aktionen, die du selber verschuldest, dann zurückbringst und es ist halt vorne krumm und schief, dann tust du dem Team keinen Gefallen. Weil die mit Liebe und mit viel Herzblut und mit viel Leidenschaft diese Autos aufbauen. Und wenig Sponsorengeld. Wenig Sponsorengeld. Das ist ja auch immer das Problem heutzutage. Weil die werden auch immer weniger, die Sponsoren. Ja, und gerade in diesem historischen Motorsport, wenn du so einen alten M3 wieder aufbauen willst, da reicht ein Sponsoringgeld nicht. Ja, und wenn du so einen Motor kaputt machst, komplett, dann kostet er halt 300.000 Euro fast. Das sind Kosten, das ist halt wahnsinnig. Ja. Wer war so dein härtester Gegner auf der Strecke? Ja, da waren schon, also Gegner waren Köster, Stuck, Harald, Winkelhock. Gibt es einige, die meine harte Gegner waren, aber wir sind auch zwischen wahnsinnig hart dagegen war der Abt. Oh, okay, ja. Naja, wenn der den Helm auf hatte, dann kannte der keine Freundschaft mehr. Dann war der ganz schwierig. DTM und STW, bist du beides auf ihn getroffen, oder? Ja, genau. Ja, klar. Ja, bin ich. Aber er ist halt auch, er hat dann irgendwie völlig das ganze andere vergessen und hat dann einfach reingehalten und man muss sich halt aus den Leuten raushalten, weil das bringt nichts. Aber so waren die harten Gegner. Ich meine, der Christian Menzel war auch natürlich im gleichen Team, war für mich auch ein harter Gegner, war viel jünger als ich. 26, du warst 55. Ja, genau. Ja. Und, musste und ihn noch beweisen. Ich musste immer mehr tun, die gleiche Leistung bringen und mehr tun, damit ich die erreicht habe, indem ich nochmal eine Schippe drauflegen musste. Und das war halt schwierig, weil ich halt einfach die Zeit nicht hatte, mich da so voll alleine drauf konzentrieren, wie manche Kollegen von mir. Ich habe halt eben so viele andere Aufgaben, die ich ja anfangs erwähnt habe, mit Sponsoring, mit Repräsentationen, mit Aufgaben für Schützenvereine, für die Familie, für die Sponsoren. Du tust sehr viel für den Behindertensport. Ne? Ja, genau. Ich bin tatsächlich für Special Olympics. Ja. Da bin ich ganz stark tätig gewesen und werde jetzt mein Amt ein bisschen zurückziehen. Aber ich werde weiterhin für Special Olympics und nicht mehr als Präsident des Fördervereins tätig sein. Und das habe ich denen auch schon kommuniziert. Aber ich werde weiterhin, liegt mir sehr am Herzen, diese tollen Menschen, diese jungen Menschen, die ihr Bestes geben und die mich über alles lieben, weil ich keine Grenze sehe, warum die anders sind wie ich. Ich nehme die genauso auf, wie ich jeden anderen aufnehme. Und das spüren die. Weil viele haben halt, wissen nicht, wie sie mit denen sich unterhalten sollen, über was. Ich habe sie redet einfach so wie normal, mit jedem normalen Menschen. Und das spüren die bei mir. Und das ist einfach, die umarmen mich, gell? Und das ist auch echt, das ist nicht gespielt, sondern das ist echte Freundschaft. Und deswegen werde ich da immerhin bleiben. Aber dann habe ich noch den modernen Fünfkampf, wo ich auch Präsident bin in Bayern. Das sind alles Aufgaben, die halt auch zeitlich aufwendig sind. Und dann Familie, Schützenvereine, dann meine Kollektion. Ja, genau. Eine eigene Poldi-Kollektion. Da haben wir jetzt gerade das Jubiläums-Samt-Sakko rausgebracht. Zu meinem 80. Geburtstag habe ich neulich angehabt. Kommt ganz gut an. Und das läuft auch sehr gut. Wo wird das verkauft? Lodenfrei und Hirma in München und dann in allen Läden, die Trachtenkollektionen verkaufen. Also Seiser in Salzburg und so. Ja. Wir machen das schon seit fast 20 Jahren. Ja. Ich habe nie geglaubt, dass es so gut geht, weil ich dachte, da kommt Habsburg, da gibt es so viele andere Hersteller. Aber wir haben da eine gute Design geschafft, wo die Leute, es ist ja so, bei so einem Trachtenjoppe ist ja die Vorausgebung schon gegeben. Der Schnitt muss da gleich sein, dann die Falte hinten. Und ich habe das geändert mit zwei Schlitzen.
okay. indem ich im Sakko mit viel Farbe kreiert habe, wo man dann auch mit elegant mit Krawatte und Flanellhose tragen kann oder auch mit Jeans und offenen Hemd. Mhm. Sieht immer gut gekleidet aus. Also sind alles so Dinge, die ich auch noch nebenher alles mache. Ja, Wahnsinn. Und Uhren-Fan bist du auch noch. Eine Uhr gibt's auch noch. Ja, Uhren designt ja eigene Uhr, die ist 100 Stück wurden, also limitierte Edition wurden entwickelt und designt und die war innerhalb von 5 Tagen ausverkauft. Und jetzt sind wir gerade dran an einer zweiten Uhr, die Jubiläumsuhr. Und dann schauen wir mal, wie wir die irgendwie, ob wir da wieder was Tolles finden. Okay. Aber die Leute haben die uns aus den Händen gerissen. Ja, aber ist doch toll, oder? Wenn, ja, Leute, wenn man echte Fans hat und die das und, immer und noch die leben. Die sind zahlbar. Ich habe gesagt, ihr könnt keine Uhr rausbringen mit Poldi für 10.000 Euro. Das kauft kein Mensch, auch nicht für einen Poldi. Hm. Ihr müsst unter 3.000 Euro bleiben und dann geht sie weg. Und die werden nach 5 Tagen ausverkauft. Ich wurde angeschrieben von allen Seiten, ich möchte auch so eine Uhr haben. Und sie wurde natürlich damals bei meinem 60 Jahre Motorsport vorgestellt. Und wir waren begeistert. Wir haben da gleich an dem Abend 40 Uhren verkauft. Man muss nur mit den richtigen Leuten umgeben sein. Ja, genau. Dann geht das. Aber es macht mir auch Spaß, sowas. Ja. Es macht mir Spaß, sowas, wie mir das Design von meinen Poldi-Trachten für Damen und Herren Spaß macht, auch zur Uhr mal zu designen oder irgendwie eine andere Idee mal zu verwirklichen. Ich habe auch gesagt, ich fahre so lange Rennen, wie es mir noch Spaß macht. Wenn es mir keinen Spaß mehr macht, dann höre ich auch auf. Ja. Kann auch eine schöne Zeit zurück erblicken und mit Erfolgen, Misserfolgen, mit. Und überlebt. Und überlebt. Und gesund. Das Allerwichtigste. Das Allerwichtigste. Und ich freue mich, wenn wir uns in Le Mans sehen. Ja. Wo du fährst. Das wird Peter Oberndorfer und Christian Danner. Und also da freue ich mich auch schon. Das wird so ein toller Abschied in der Motorsportszene für mich. So ein Rennen nochmal zu fahren und im M1. M1, mit dem wir damals gefahren sind und das nochmal so Revue passieren lassen, wenn du dann so die Strecke fährst und sagst, das war's eigentlich jetzt. Aber ein schöner Moment, so aufzuhören. Ja. Wie du gerade erwähnt hast, gesund geblieben, keine größeren schlimmen Dinge, Verletzungen erlebt, sondern einfach immer noch da zu sein. Und ich werde auch weiterhin mit meinem alten BMW mal irgendwie auf einer Bayersbronner Rallye oder in Hamburg-Berlin irgendwie auftauchen und einfach Spaß haben. Und ich kann nur sagen, es ist eine schöne Zeit, aber viel zu schnell gegangen. Ich hätte gerne noch ein bisschen zurückgeschraubt, das zu erleben. Wenn man so im Turbo lebt, dann ziehen die Jahre schnell dran vorbei. Ja. Ne? Dafür ist es auch nicht langweilig. Ist doch besser, als wenn du sagst, mein Gott, die Zeit ist überhaupt nicht vergangen. Ich habe mich keine Stunde gelangweilt. Ja. Und das Gute ist, dass dein Arzt dir ein biologisches Alter von 60 attestiert. Das heißt, wir können dich noch ganz, ganz viele Jahre erleben. Ja. In diesen ganzen Funktionen und dann bestimmt bei irgendwelchen Rennen noch, wenn auch nicht als Fahrer, dann als Zuschauer oder Repräsentant oder für BMW. Das ist also immer schön, dich zu sehen, finde ich. Das ist ein schlimmes, falsches Wort dafür, aber das, was mich am meisten ein bisschen zu denken übrigens, dass ich mir nicht mehr sagen kann, ich kann noch in 20 Jahren auch noch machen. Dass meine Vorstellungen nur noch 5 Jahre sind. Also wo ich sage, in 5 Jahren kann ich es auch noch machen, aber in 20 bin ich ja 100, aber das werden wir auch noch schaffen. Das werden wir schaffen, oder? Genau. Okay. Poldi, ich habe noch eine letzte Frage. Und zwar, wenn das Rohöl mal ausgehen sollte und jeder kriegt nochmal 50 Liter Sprit zum Verfahren, in welchem Auto und auf welcher Strecke wäre das bei dir? Also auf jeden Fall mal die Nordschleife. Nürburgring. Ja, mit so einem M1, das wird mich schon mal jucken, die Nordschleife zu fahren. Mit der BMW Classic. Weil die liegt mir auch am Herzen, die macht mir viel Spaß und viel Freude. Und mittlerweile habe ich so eine enge Beziehung zu den Personen, die dort mitwirken. Mechaniker und wie sie auch alle heißen. Und mit denen würde ich das auch mal gerne machen. Was willst du denn dem auch immer machen? Okay, vielen Dank für deine ganze Zeit. Danke dir.
Ja, und zusammen mit der BMW Klassik könnt ihr Poldi demnächst sogar erleben. Er wird, wie gesagt, zusammen mit Christian Danner und Peter Oberndorfer sein vielleicht letztes Rennen bestreiten in einem BMW M1 bei den Le Mans Classic. Vielleicht darf ich ja eine Kamera ins Auto hängen und dann könnt ihr auf meinem YouTube-Kanal sehen, wie sich die drei geschlagen haben. Wir hören uns hier aber ganz sicher in der nächsten Woche wieder und bis dahin habt eine gute Zeit und bleibt gesund. Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de.